Eins und. Einen wunderschönen guten Abend an diesem verschneiten, eisrigen Schleswig-Holstein-Abend. Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Abend. Wir sind heute ein bisschen früher dran. Es ist auch ein besonderer Tag, denn ich habe Urlaub, Urlaub, Urlaub. Jetzt, genau. 1,5 Wochen kann ich mich voll auf die Map konzentrieren. Heute beginnt der große Map-Bau-Urlaub von Chris. Ja, für mich allein nur. Genau. Ja, erstmal schon mal Maximilian moin, Best Redriders moin und Hanna36. Auch schönen guten Abend. Und ja. Einmal an Mori3003. Vielen Dank fürs Follow. Ja, Mori3003, du bist auch gerade bei uns auf dem Teamspeak. Wir sehen dich, aber wir können leider nicht runterkommen. Genau. Ich wollte mal. Bauervogel moinsen. Maximilian moin moin. Timo, hallo. Selfkant Farmer. Selfkant Farmer, ja. Guten Abend. Wer ist denn auch? Der Marcel, moinsen, ist auch hier. Da guck mal einer an. Real Drivers, moins. So, ich habe auch keine Zeit. Bauervogel und so weiter hast du auch schon, ne? Na, Bauervogel habe ich ja. Fett Kevin, moinsen. Genau, moin moin an alle anderen Zuschauer. Schön, dass ihr da seid. Wie gesagt, wir haben heute ein bisschen mehr Zeit, aber ich muss gleich zwischendurch mal kurz weg, weil ich hatte eigentlich vor 1,5 Stunden eine Pizza bestellt, weil die ist bis jetzt immer noch nicht da. Wenn sie gleich irgendwo mal eintrifft, dann bin ich da mal kurz essen. Weil dann wird der Chris euch weiter unterhalten. Ja, ja, ich mag das schon, ihr kennt. Was steht heute Abend? Wir wollen auf jeden Fall hier erstmal weiter die ganze Geschichte wegrubbern. Ja, flügen, ne? Müssen wir jetzt zu zweit fischen, ne? Lediglich heute Morgen, aber es war ja auch klar nach so einem Wetter gestern. Ja, ich nehme mir den Phantomatic dafür. Der hat ja auch 175 PS. Wieso? Da ist auch der MB-Truck. Ach stimmt, der steht ja da hinten. Oh yeah. Bauervogel! Bauervogel ist schon im 6. Monat. Die Zeit vielen, rennt, vielen, das stimmt, vielen, Bauervogel. Vielen Dank. Ich glaube, Bauervogel ist von Anfang an dabei, ne? LS Jonathan, moin Sens, guten Tag. Hirschweiber, moin. Moin, schönen guten Abend. So, und dann wollen wir heute hinten nämlich schön sehen. Genau, hier steht da ja der MB-Truck. So, einmal starten. So, Fenster machen wir nicht auf, weil das ist nämlich sonst zu kalt. So, einmal drehen irgendwo. Ich drehe mich mal hier. Hier ist das zu kalt? Ja, Fan Kevin, aber hier ist Blitzeis, ne? Oder halt, ich wollte selber nicht los. Deswegen habe ich gedacht, komm, bestell's, ne? Ja, kann man dann auch gut verstehen, wenn das länger dauert mit der Pizza, ne? Da muss auch noch woanders vorbei. Ich hoffe nur, dass sie nicht kalt ist. Naja. Was ist denn los? Amelias Papa, was ist los? Maestro, wir müssen mal reden. Amelias Papa, das war doch mal jemand. Du hast uns doch da damals geholfen, oder? Ganz an unseren Anfängen. Das war doch Amelias Papa, oder? Der mal bei uns auf dem TS war. Oder nicht? Oh, ich muss Licht anmachen. Da? Der Tizian! Tizian, Abend, du Verbrecher, mein Freund. Beppo, Abend. So, nee, deswegen. Der Kevin heute kommt, das weiß ich nicht. Wir brauchen auf jeden Fall noch genau. Power oder... Ne? Olli, moin, Abend Yoshi. Opa. Du kannst rechts. Ja, fahren, hab ich, ne? Hab ich schon gesehen. Und weiter in das Fliegen. Oh Mann, hier ist ja was los, Jungs. Olli, moin moin, Yoshi. Guten Abend, Michi. Michi, moinsens. Dominik, schönen guten Abend. MacBoon, auch schönen guten Abend. Maschera, moinsens. Yoshi M, vielen Dank fürs Follow und herzlich willkommen. So, jetzt muss ich erstmal gucken, Boom. Moin. Wo hier Flug drehen und der ganze Quatsch ist. Flug senken, Flug aufklappen, ist die 2. Was, wer ist Tizi? Wer ist hier böse? Oh, ich krieg gar nicht alles mit. So, Flug senken ist die 7. Oh ja, dann Bosti. Oh, Bosti guckt zu. Welch eine Ehre. Oh, Bossy. Oh, Creepycraft. Auch schönen guten Abend. Ich sag erstmal direkt schönen guten Abend an alle Zuschauer. Schön, dass ihr alle da seid. Das freut uns. Best Redrivers, ich hab dich begrüßt. Definitiv. So, erstmal Allrad rein. Askel. Morgen. Askel. Was? Askel. Hast du. Was hast du immer zu ihm? Askel, ne? Askel, sag ich immer. Ja. Aber er John kann. John Deere. Forever. Moin. Sonst soll er mal reinschreiben, wie es normalerweise ausgesprochen werden soll.
Luca, Naben, Lurchi, Naben, Agarhof Ost, moin, moin, Alter, was ist denn hier los? Achso, Undertaker, einen wunderschönen guten Abend auch Agrarhof dir. Ost gehen wir. Guten Abend, Undertaker, auch guten Abend. John Deere Folge, moin. Ich schaue immer nur, schreibe nicht immer. Ah, Borsti. Okay, alles klar. Ja, gut, das muss man ja auch nicht, ne? Einfach nur Doch, berieseln lassen Bossi, das musst du. von unserem Schwachsinn. Kann Uploaded Net auch ohne Premium-Account was downloaden? Ja, aber nur, ja, das ist halt so 30 Sekunden, ne? Muss er warten und dann ist das halt immer mit einer ganz geringen Geschwindigkeit. Meint denn das? Wir spielen unsere eigene Map. Genau. Die Alice Gemeinderade. Mann, das ist aber auch eine dicke Suppe hier, ne? Ja, ordentlich. Kostet nichts. Hey. Gadegadu. Eigerwälder, vielen Dank fürs Follow. Kostet nichts, auch schönen guten Abend. Und X-Robolik, guten Abend. Astilius, aber ASCII ist auch gut. ASCII, genau, du bleibst jetzt unser ASCII. Jo, 63 Zuschauer jetzt schon, das ist der Wahnsinn. Also, sagt. Hammer. Das ist immer wieder. Wolik. Moin. Asklepios. ASCII ist auch gut. Alles klar, machen wir ASCII. Okay. Oh Matze, vielen Dank yeah. fürs Subscriben. Vielen Jo, Dank für den Maxe. Support. Geil. 23. Vielen, vielen Dank. Sehr geil. Ja, mega cool. Ey. Wir haben heute ein bisschen was vor. Wir wollen das erstmal zu Ende pflügen. Mal gucken, ob der Bauer Power nachher noch hier reinschneit. Genau. Und dann wollen wir das nämlich gönnen. Und wenn wir dann noch, müssen wir erstmal Saatgut kaufen und uns auf den Hof packen. Und nebenbei wollen wir den noch drillen. Wir wollen ja mal ein neues Feld uns auch erarbeiten. Ja, und wir werden gleich beide Drillen, die zwei kleinen, verkaufen, uns wahrscheinlich eine 6-Meter-Drille kaufen, ne? Dann noch den Saatguthänger, ne? Also den Überladehänger, würde ich sagen. Dann füllen wir die Big Packs direkt da rein und stellen den Hänger, je nachdem, am Feld dran. Aber die große also die große Sämaschine, damit wirst du schon ein bisschen mehr waschen. Aber die hat nicht direkt eine Unterfußbedingung von Anfang an, ne? Das müssen wir auch nicht haben. Wir haben ja genug. Wir haben ja jetzt hier. Oh, es hat Dann kommt da geklingelt. einmal Gülle rauf und wir müssen dann halt einmal nach später nochmal mit Normaldünger rüber, also mit Spritze rüber. Glaube, die Pizza ist Und. da. Ach nee, jetzt echt schon? Ja, dann geh essen. Ja, ich gehe jetzt Ich krieg gleich. das hier schon gebacken. Jungs, schreibt nicht so schnell, ich kann nicht alles. Moin, moin, Sascha. Mori, nee, mitspielen ist leider nicht. Da haben wir nur unsere bestimmten Jungs, die mitspielen können, weil die Map ist noch im Bau und das haben wir so nicht raus. Der Bauer Power, der. Darf das und macht das auch immer, weil wir absolutes Vertrauen zu dem haben. Aber irgendwann wird es noch mal kommen. Best Street Drivers, welchen Überladewagen? Dem zeigen wir gleich. Lucky Gamer hat den. Moin, moin. Powervogel, hier ist Blitzeis. Ich bin Genau. hierher gerutscht mit dem Auto. Bei uns auch. Lucky Gamer, HD, moinsens. Genau, ich glaube vom Forbidden Mods hier, ich glaube, oder wo haben wir die MB-Trucks her? Das ist dieses Ja. Pack, doch, das vom Forbidden Mods. Little Sachse, guten Abend. Guck mal, da ist das Paddel. Oh, das Stream Paddel hängt ist mal wieder übel. da. Also bei mir geht alles gut raus. Du Bei musst mir dann auch. vielleicht nicht mal auf Quelle stellen, sondern auf. Automatisch. Kann ich jetzt den Flug drehen? Flug zuklappen, drehen. B. B, ne? Weil das habe ich dann noch nicht auf meinem Betonbunker, moinsens. Dingens eingestellt. Oh. S-Maschine, unguided. Ah, okay, kein Ton. Doch, Ton müsste alles da sein. Mit Schnee hatten wir soweit nicht. Das war, wir hatten ja nur die Sturmflut hier oben und das. Ja, und heute ordentlich. Little Sachse und Undertaker, wie sieht es denn bei euch aus mit der Qualität? Also bei mir, über OBS geht alles gut raus. Bei mir sieht das bei Twitch eigentlich gut aus. Also das ist eigentlich kein ASCII. Problem. Ja, werden wir wahrscheinlich noch mal gucken. Erstmal, wenn sie fertig ist, dann machen wir uns Gedanken drüber und dann wird das auch schön alle. Werden wir das schön bekannt machen, wo wir sie dann hochladen. Alessa, also schönen guten Abend. Dominik, moin, Sinus. Okay, alles klar. Ja, gut, ich bin eben 5 Minuten essen. Nein, 5 Minuten ist leer. Ja, Da bin ich ich mach wahrscheinlich das schon fertig flott. mit dem Flügen. Ich mach das schnell. Ich kann ja leider nicht bei dir einsteigen, ne? Du hast kein Beifahrerskript, ne? Nein. Also, dann mache ich Gibt's hier so das eine. überhaupt schon? Dann versuche ich. Ja, es gibt.
Gibt das schon. Aber ich bin in spätestens 5 Minuten wieder da. Bis gleich. Und vielen Dank, dass die Qualität super ist. Tut mir Oh, leid, danke. aber wie gesagt, der Zauberbote hat ein bisschen Ja. Verspätung. Bis gleich. Boah, krass. Nee, das haben wir hier oben nicht. Wir haben auch Minusgrade und leichten Nieselregen. Das ist ein bisschen nervig. Nee, Olli, die MBs sind nicht privat. Die kriegst du bei Forbidden Mods. Bis jetzt haben wir nur einen einzigen privaten Mod demnächst drin. Aber ansonsten kann man noch alles laden, wie man möchte. Bis auf die Map natürlich, ne? Oh la la, da brauchen wir hier mal. Pflügen ist ja meine Lieblingsarbeit, ne? Nee, alles klar. Wir müssen mal diese Woche oder beziehungsweise nächste Woche mal quatschen, weil wir wollen aber ein bisschen was vorbereiten, dass wir unsere Seite mal an den Start kriegen. Ja, das könnte man nicht so mal diesen, wie, ich habe ja gehört, Content nennt man das. Dank Tizi weiß ich ja jetzt sowas, wie man sowas nennt. Da wollten wir mal ein bisschen was kreieren für, dass wir die unsere Seite mal online kriegen. Tizi, heute hier von Arbeit nach Hause, das war eine Katastrophe. War richtig schönes Eis. Die Scheiben waren alle eingefroren. Aber ich habe ja schöne Scheibenheizung. Da muss ich nicht mal kratzen. So sieht das denn hier. Oh, das sieht aber auch gut aus. Ja, ich bin du. Am besten schreibst du mich an und dann müssen wir mal gucken, ob wir irgendwie telefonieren oder sowas und dann lass uns das mal am Start bringen, weil ich habe ja Urlaub, Leute, Urlaub. 1,5 Wochen. Sag mal, was ist denn das hier eigentlich für eine Suppe? Habe ich auch schön einmal auf dem Parkplatz langgelegt bei uns auf der Arbeit. Da setzen wir hier wieder an und Gas. Super cool. Ja, was meinst du, warum ich jetzt 1,5 Wochen Urlaub habe, Dominik? Die wird fertig. Ich werde jetzt Gas geben. Hab Bock. Dank dem LS Pitstop Team habe ich auch schon wieder Fehler herausgefunden, also einen Fehler, was nicht passte. Dass das dann jetzt auch wieder funktioniert. Hardstyler, Moinsens. Schön, dass du da bist und frohes Neues dir noch. Beste Quer siehst du mehr, ja. Und hier, die Taranwinkel werden auch noch angesetzt. Wir werden nachher, also, ich glaube, die haben das so 64, meinten die? Werden wir denn machen? Alter, was ist da denn los? Wieder da. Was, bist du schon fertig? Also ich habe die mal eben reingesogen, die Pizza. Du bestellst ja auch immer nur so kleine, ne? Piccolinis. Naja, die Hälfte der Pizza habe ich jetzt mitgenommen. Da ist meine Frau wenigstens nicht ganz so sauer. Dass sie jetzt alleine essen muss. Ich habe gar nichts zu essen gekriegt von meiner Frau. Ja, siehst du mal. So, jetzt geht's weiter. Oh, warum steht der denn so schief? Was macht er? Moin, Chaos Freak. Ich muss Oh, bald ich hab tanken, das stimmt. Mio Deutschland, moin denn. Ja, Matze, ich habe mal mit Alice Hase nächste Woche, werden wir mal nach 17 Uhr mit ihm irgendwie so eine Telefonkonferenz oder sowas machen, ne? Ja. Und dann wollen wir mal die Seite an den Start kriegen, oder? Ja, klar. Genau, Pizza inhaliert, kostet nichts. Ne, die Hälfte steht noch hier. Werde ich jetzt nach und nach verspeisen. Joklo, Doklo, Nabend. Nochmal, was möchtest du, Yoshi?
Was ist mit der stärkste Traktor, also den wir jetzt hier im Spiel haben? Ich glaube, das ist nachher. Wir spielen ja mit den ganzen Standardgeschichten. Kann ich da gar nicht sagen, Oh, oder? wir haben ein paar. Achso. Einmal noch an Edin Bastiki 12, vielen Dank fürs Follow. Und einmal noch an VW Basti 90, vielen Dank fürs Follow. Hat. Dennis, hi. Ja, klar, hat's geschmeckt. Oh, du hast die Seitenkonsole heute bekommen, Dominik. Sehr cool, freut mich. Edin Bast. Moin, King Kruse. Baske. Edin Baske? Sage ich das richtig? 12? Vielen, vielen Edin Dank. Aber Baske. es gibt auch andere sehr gute. Also. Ja, göttliche Anne. Ach du grüne Neune. Jetzt musst du Oh aufpassen. oh. CMMG ist da. Einen CMMG, wunderschönen schönen guten guten Abend. Abend. Was geht mal? Was für eine Map? Na, unsere. Die Gemeinde Rade. Fabrikskript? Nee, haben wir jetzt Nee, nicht. Nee, nee. das, Moin, da bin ich moin. nicht so ein Freund von. Onkel Gazpacho. Moin, Sens. Schön, dass du da bist, Onkel. Ja, hau raus, LS-Hase. den stärksten Traktor, das ist der Quadrat, glaube ich. Oder der Bin. Challenger. Ist der Challenger noch größer? Ja, der ist auf jeden Fall teurer, glaube ich. Das ist der letzte von Natürlich allen hast du von da den. Respekt. Das ist der letzte von den Ah. Standard. Moin Moin, Team Mikey. King Kuse, Moinsens. Produktionsstätten haben wir nur einen. Das wird Saatgutproduktion und Dünger sein, die ja dann selber nachher ab einem gewissen Level, wo sich das dann lohnt, da braucht ihr das nicht mal kaufen, sondern könnt selber Saatgut und sowas produzieren. Da muss ich noch gucken. Ich habe noch keine Idee, wie ich das schick einbauen kann, weil Genau. das soll ja schon nicht einfach nur das Gebäude, das soll in den Gebäude, die wir bereits haben, so ein bisschen verschmelzen. Flemmig, Abend. Auch Edin Baske, schönen guten Abend, schön, dass du da bist. Flammig, schönen guten Abend. Was wollt ihr ansehen heute? Mal Ich glaube, schauen. wir werden mal heute Sojabohnen. Ja, wir müssen auf unsere Dingens gucken. Hier war ja vorher Weizen drauf. Ich gucke gleich auf unsere Fruchtfolge. Ja, da ist auch kein Ja, das werden wir, das Nutzen. können wir ja je nachdem dann. Oder Raps? Ja, Raps hatten wir schon, oder? Nö. So, ah, ich muss mir noch auf jeden Fall Flug wenden hier auf die Konsole machen. Ah. Dieses ist doch B, oder nicht? Emilio, ja, du kannst ruhig mal gerne nachfragen, klar, kein Thema. Ah, hau raus. Lego, schönen guten Abend. Ja, nach dem Flügen zählen gehen. Moin, moin, Pascal. Also es ist das hier im zumindest kriegen wir aber hier mal eine Seite von mir damit wir automatisch ein bisschen Alter, als Hase, du bist nicht zu bezahlen, mein Freund. Sehr geil. Das ist ja der Hammer. Hey Samu, moin, sein Pascal Plays. Und Kong Max, moin. Und einen wunderschönen guten Abend, Crazy Samu. Leute, das ist ja der Hammer, wie viele wieder da sind. Yoshi, Ja, mal Tizi, schauen. das ist ein John Deere. Da wissen wir noch nicht hundertprozentig. Den John Jawohl, Deere moin, werde ich moin. wahrscheinlich auch mal, wenn ich zum Nachbarn soll, werde ich den wahrscheinlich auch mal mitbringen. Gustel LP, moin. Mahlzeit, Fanfahrer. Diabo, moin moin. Dandy, nee, mitzocken geht leider nicht. Supercross, nee, guck ich nicht, Zwicky. Jupp, das ist genauso eisig hier. Ja, nicht Thomas, ohne. dir auch ein gesundes neues Jahr, sorry. Hehe. Jo, Thomas, frohes Neues. Das kommt ja später. Mori, momentan leider nicht im TS. Vielleicht heute nach dem Stream müssen wir mal gucken. Herr Tizi, da muss ja mal eine ordentliche Kiste dahin mit den ganzen Plastikträgern da. Oh. Also wir können uns auch irgendwann mal einen großen Schlepper anschaffen mit dem ganz großen Flug, ne? Oder Ja. Matze? Nee, nicht wieder so Kirowetz-Ding.
Guck mal, Power Power kommt gar nicht, weil er genau weiß, was das sind. Oh, heute, ich habe Urlaub. Ich habe auch frei. Ich habe auch richtig Bock heute, muss ich sagen. Ich auch. Ich habe eine halbe Palette Monster, habe ich noch. Ich habe zwei Monster, das reicht mir. Ich bestelle mir in letzter Zeit immer eine Quattro Formaggi Pizza, aber ohne Gorgonzola, dafür mit Salami und Knoblauch. Also, meine Lieblingspizza ist hier Pinocchio aus Neumünster. Mr. King Kruse, du kannst auch wieder, ne? Ja, ja, du musst du kennen. Und dann nehme ich mal Salami-Pizza, mache da Hackfleisch mit drauf, Hähnchenstückchen und Sauce Hollandaise. Sag euch, das ist der Oberschick. Den MB-Trag, puh, wo gibt's den? Forbidden Mods. Forbidden Mods, ne? Edin, ich glaube, du hast jetzt schon fünfmal Hi gesagt. Alles klar, Borsti. Ja, Borsti. Ja, Borsti, gib Gas. Wenn du Bock hast, ne? Gerne. Borsti gehört mit zu dem guten Pitstop-Team. Und die genau. Wir sind eh jeden Tag. Ey, ohne Scheiß, wir hören eigentlich jeden Tag, ne? Quatsch ja. Mit den Jungs. Na, wie eine kleine Familie ist das geworden. Ja. Also der Pitstop-Bereich ist mehr besucht als unser. Ja. Bereich. Namen Tobias. Namen Tobi. Okay, Dani. Oder Dani. Ah, ist okay, lass mal durchgehen. Nein, nee, hab ich ja gesagt, dass wir machen. Achso. Ja, der Emilio hat mal, genau, einen rausgehauen. Und zwar sucht für sein Team noch ein paar Mitglieder. Wenn da jemand Bock hat, da mitzuzocken, warum nicht, ne? Moin Moin, Rixen. Anni. Jo. Also, ach so, siehst du zu eurem Reichtum auch mal ein Ding. Nochmal was. Welches Forum? Welches Forum? Lujan. Schönen guten Abend. Moin, Yannick. Yannick mehr Jans. Ah, Grauhof aus. Ja. Ja, das freut uns doch. Du, ich guck immer, ob ihr mal online seid, aber da komme ich immer nicht hin. Ja, guck mal, Grauhof aus. Da können wir ja bald mal schön zusammen. Wolltet ihr nicht mal vorbeikommen? Ja, war denn heute jemand eigentlich bei dir? Oder wann sollte das sein? Gestern? Nee, die sind nicht gekommen. Oder die Jungs waren da. Ich weiß es gar nicht. Philipp Rode. Moin, sind's. Namen Philipp Rode. Irgendwie flüge ich hier quer. Kann das sein, dass du gar nichts schaffst, Matze? Doch klar, warum? Und du lässt auch einen schönen Streifen stehen. Nö, ich lass dir gar nichts stehen. Doch, dann musst du hier, das ist Mikey. Mikey hat da die Ahnung. Boah. Glas halbe. Ah, Zwicky, dann lass dir schmecken. Glasfan, schönen guten Abend. Ah, das ist immer doof. Na, okay, er raucht aus. Mann, der MB-Truck? Er ist gefragt. Ja. Den gibt's bei Forbidden Mods, ne? Vielleicht könnte einer der Admins einmal so einen Link da reinknüppeln. Pascal Vettel, vielen Dank fürs Follow. Oh, danke, danke. Ja, hier am Anfang habe ich, glaube ich, irgendeinen Streifen stehen lassen. Sag mal, Feld 5 habe ich keinen Bock zu fliegen, ne? Wie Feld 5? Das ist daneben. Ja, aber das gehört dazu, mein Freund.
Ja, aber das brauchen wir ja nur alle drei Mal, glaube ich. Zwicky, ich weiß es nicht. Ich weiß aber auch nicht, ob ich es unbedingt wissen will, was das ist. Nee, aber erzähl mal, was ist ein Goas halbe? Könnte auch eigentlich nur ein halbes Hühnchen sein, oder? Halber Hahn. Jan, vielen Dank fürs LU Jan, vielen Dank fürs Follow. Das Einzige, was man hier aus dem noch rausmachen muss, ist dieses doofe Nebelzeug da. Aus wem? Ja, aus dem John Deere hier. Was ist denn da? Hä? Ja, er hat in den Scheinwerfern dieses Nebelige drin. Ach so. Genau, so wie LS Mashari schreibt. Genau, wir sind ja im Multi-Twitch unterwegs. Einfach unterm Stream auf den Button Multi-Twitch klicken. Dann habt ihr beide Ansichten. Einmal von Chris und einmal von mir. Ernste, guten Abend. Du Top-Typ. Moinsen. Na ja, Bossi, wenn du da bist, ne? Weiß ja Bescheid. Edin, das ist unsere eigene Map. Der Kieler dürfte natürlich auch, wenn er Bock hätte. Oder? Welcher Kieler? Ja, der Kieler weiß schon, wer gefragt gemeint ist. Wir spielen ja. Der Gemeinderade. Ich hätte nie gedacht, dass ich die Karte nochmal ins Spiel kriege und überhaupt nochmal veröffentliche. Nee? Nee, hätte ich echt nicht gedacht. So einmal, aber das war die echt die Arbeit wert. LS-Hase, mach das. Jo. Ach, diese Nebel, ach so, das meinst du, diese Kegel von den Scheinwerfern oder was? Ja. Ja, das ist halt noch LS 15, glaube ich. Okay, Zwicky, ja, dann lass mal schmeckt, dann können wir. Ach, du zockst doch nicht, ey, da komme ich nicht. Nee. Ein Dandy, vielen Dank fürs Follow. Ich denke mal, ich werde mir gleich. Nach dem Monster würde ich mir auch noch ein Monster. Nee, kein Monster, sondern Desperados. Oder nee, doch Desperados. Werde ich mir gönnen. Joa, Hirschtreiber, da hast du auch noch was vor. Ja, dann hau mal rein, Hirschtreiber. Geht das eigentlich so keilartig? Geile, nee, ne? Ja. Oder Matze? Bitte? Auf der Map können wir auch richtig geile Maisaktionen machen, ne? Ja, auf jeden Fall. Also hier kannst du auch Weil richtig. Weil auch die Fahrtwege halt gut. Ja, ja. Hier kannst du auch ordentlich Multiplayer. Ach, Community meine ich. Jabo, nee, die Karte ist noch nicht zum Download draußen. Ja, Dominik, ich hatte ja echt nur so gedacht, als am Anfang, mir gefielen ja die Standardkarten nicht und sonst was raus war. Und dann habe ich echt gesagt, wenn ich das Straßensystem rüberbekomme, dass ich das nicht neu machen muss, weil das finde ich immer das Nervigste überhaupt, dann baue ich es. Und dann ging das immer ratzfatz, ne? Ja. Ich glaube, 4, 5, 6 Wochen, dann hatten wir eine spielbare Version. Oh, Zwicky, danke. Ja, normalerweise trinke ich Salitos. Das ist so. Aber Desperados und Salitos macht keinen großen Unterschied. Das Maschera, ja, das mit den Plätze einbauen, wo man was Platzierbares dann setzen kann. Eher weniger. Ich bin überlegen, ob ich das so mache, dass man, wenn man da was Platzierbares hinbauen will, dass man erstmal Bäume absägen muss, das wegroden muss und dann. Kann man das ja mit der Walze quasi alles eben machen, in dem Sinne. Das wäre die einzigste Möglichkeit. Aber sonst so leere Plätze, da bin ich leider nicht so ein Freund von. Yoshi M. Achso. Multi-Twitch, einfach unterm Stream. Also das geht jetzt nur mit Computer. Also mit Desktop-Geräten, jetzt nicht mit dem Handy oder iPad oder sonst was. Einfach unterm Stream auf den Button Multi-Twitch klicken. Nein, 10MG, da ist auch kaum was drin. Pappeln haben wir noch nie gemacht. Das werden wir hier mal machen. Pappeln ist doch für Heizkraftwerk, ne? Für Hackschnitze. Ja, ich meine schon, sowas in der Richtung. Ja, da wird auf jeden Fall Hackschnitze direkt rausgemacht aus dem Pappeln. Janik, ich bin aus Schleswig-Holstein. Ich bin aus NRW, Nordrhein-Westfalen. Malunim, moin. Moinsen Alex. Ihr müsst ja bedenken, wir spielen das erste Mal so richtig mit allen Funktionen das Spiel. Das haben wir ja vorher nie gemacht. Genau.
Guck mal, irgendwie habe ich schon mehr geschafft dazu, ne? Ja, ich war auch essen, mein Freund. Aber jetzt, aber ich finde jetzt so seit dem letzten Mal haben wir auch richtig angefangen eigentlich zu zocken, ne? Ja. Weil das andere war wieder immer nur so testen und gucken. Jetzt macht's erstmal wieder richtig Spaß. Okay, CMG. Na dann funktioniert das ja anscheinend. Wie gesagt, ich hab's nie ausprobiert. Ich muss aber gleich tanken, aber kann ich ja zum Glück hier bei der BGA. Wie schnell fährst du denn bitte beim Flügen, mein Freund, um 6 Schar? Wieso? Deswegen bist du auch so schnell. Weil ich genug Power habe. Ich fahr 10 km/h. Du fährst ja bestimmt 15. Ich schaff 14. Ja. Malunin, der wird ein bisschen dauern, der Stream, denke ich mal. Ja. Ist das schon eure Kairo? Karte meinst du bestimmt, ne? Janik, ja, das ist unsere Karte. Gibt's aber noch viele Kleinigkeiten, die echt zu tun sind, so wie Beleuchtung. Ja, Helfer. Einen Abend werde ich nur Beleuchtung machen. Helferkollisionen. Ja. Wobei die werde ich ja einmal breit überall mal ums Feld drumherum stellen. Ja, ja. Edin, danke. Habe ich den Flug eigentlich gedreht? Im LS15 gab es die Karte nicht. Habe ich nicht. Und diese, also meine Karte gab es nicht für LS15. Gab es nicht mal für LS13. Gab es nur im LS11. CMMG, das ist hier, wenn man es kann. Habe ich den Flug gedreht vorhin oder habe ich den nicht gedreht? Weiß ich nicht, siehst du doch. Ich flüge jetzt so zu Ende so rum. Jetzt war ich gerade raus. Chris, der alte Raser, genau. Ja, so ist das, ne? Paul, der Coole, schönen guten Abend. Der hat einfach die Power. Ja, ja, die Power. Doch, das war richtig. Ja, okay, dann habe ich ihn gedreht. Ich wusste es nicht mehr. Ich kann auch schneller fahren, wenn ich will. Dann drehe ich mal höher. Ich habe gar keine Punkte in Flensburg. Mach mal ein PDA auf. Habe ich. Mach ich auch. Das ist aber nicht mal die aktuelle PDA, das ist noch die aus dem LS11. Also die PDA werden wir ja auch noch, weil wir eine schöne HD-PDA produzieren, die richtig gut aussehen wird. VGT Sappler, vielen Dank fürs Follow. Danke, danke. Map, wann die zum Download kommt. Ja, wenn sie fertig ist, aber es wird bald sein. Versprechen kann ich nichts. Ich hoffe, dass ich sie in meinem Urlaub fertig habe. Er kann ja nichts für, wenn er sich so eine alte Schlurre nimmt. Hallo? Schreibt CMG bei dir im Chat? Nein. Ja, ja. Wie so alle erledigen. Malunim, vielen Dank fürs Follow. Ich denke mal, Ende Januar sollte das klarkommen. Gesichtsfelge, moin Sens. Ah, Gesichtsfelge. Moin, moin. Ein Merch, das dauert noch. Wir sind noch so klein. Ja, also Merch würde. Das wird dich, glaube ich, also Julian, moin, aber ich, das weiß ich nicht. Weil allein die Arbeit dafür und ob das überhaupt jemand, ja. Das ist ja nicht ohne. Oh, jetzt, der Undertaker ist da, so, jetzt hat der Undertaker gesprochen. Julian, jo, moin Sens. Bin auch mal wieder da. Julian, schön, dass du da bist. Ist dein Gesichtsfelge, Forbidden Mods, sagt Christine. Genau. Sie ja, geben heute Privatunterricht. Ozzel HD, guten Abend. Lukas, guten Abend. Was willst du mir beibringen, CMG? Ich mach das doch hier top.
Ja, das wird mich auch echt stolz machen, würde ich bei YouTube oder von irgendwelchen Leuten mal so eine Mod-Vorstellung oder sowas sehen. Das wäre echt geil. Natürlich so, dass die nicht komplett auseinandergeworfen wird, so, und was ist das hier für ein Schied und so. Aber das wäre echt cool. Kann man nur auf LS17 spielen? Ja, LS Jonathan. Oder im LS11, ne? LS11 gibt es die auch. Genau, Thomas der Wikinger, Nabend. Müssen wir mal gucken, CMG. Wir haben eine Fruchtfolge, da werde ich vielleicht mal drauf gucken auf den Zettel. Und wenn die nicht so hundertprozentig passt, müssen wir gleich mal schauen. Das können wir jetzt noch nicht hundertprozentig sagen. Mögen Sie vielleicht durch. Ich weiß nicht, was jetzt zum Aussehen. Du hattest ja. Bin niemand. Tizian, wie du bist niemand. Ach so, nein, Tizian, das macht mich doch schon stolz. Ach, Mensch. Ach so, ja. Wird auch Zeit, dass du mal diese Version hier kriegst. Ach, Zwicky, ich geh doch lieber feiern. Nee, nee, nee. Aber wie gesagt, wir werden gleich erstmal hier noch Gülle draufschmeißen, ne? Oder? Ja, wollen wir denn mit dem Güllebaum mal zwischenfahren oder was? Ja, würde ich sagen. Ach, Schiebendreck, jetzt haben wir das Joschkin fast nicht mit reingenommen. Einer fährt ja mit einem MB-Truck zwischen und der andere. Ja. Matze. Ja, das wäre jetzt mit Gruber gewesen, ne? Was? Oder was wolltest du Nee, mit das dem? andere Fass, das ist halt, hat ein bisschen breiter und das Kleine, da fährst du hier einmal hoch und dann ist es leer. Weißt Ja, wie gesagt, ja, müssen wir das mal kurz dann später reinladen, ne? Dann müssen wir wieder eine Pause machen. Ja, ist doch nicht so schlimm. Ja, aber ich würde das bei mir kurz erstmal runterladen und dann schon mal nebenbei Naja. schnell auf den Server laden, dass wir nur kurz, ne? Naja, klar. Stopp und Neustart machen. Tobi, moin moin. Moin, moin. Habt Also, ihr auch ich habe einen? keine Nachricht bekommen. Hast du Boah. eine Nachricht bekommen? Wovon? Von Alice. Und Twitch? Von Lukas? Lukas, der Zocker. Nee. Wo denn? Ja, hat er, was sonst eine E-Mail geschrieben hat. Yoshi M, wie man Trinkgeld gibt. Also wenn du das möchtest, kannst du unterm Stream auf den Button Trinkgeld klicken und da kannst du dann über verschiedene Zahlungsmöglichkeiten halt, weiß ich nicht, Trinkgeld geben. Aber das ist keine Verpflichtung. Jo, Reicht eure. CMMG, unser Tierbestand ist top ausgerüstet. Ja, den Anaburger von Mod Hub, den haben wir. Schreiber. Wir wollen auf jeden Fall CMMG, ja, wir können ja noch beim Schweinebauer ein bisschen Gülle mit abnehmen, weil er es Viel momentan zu einfach viel hat. genau viel zu viel hat. Und daher können wir das dann von ihm benutzen. Ja, Tobi, der sieht auf jeden Fall geil aus und später auch als Zwischen, also weil der 50 fährt oder so, ne? Kann man den halt auch gut nutzen dann zum Zwischenfahren. Ich mache oben das Vorgewendete dann, ne? Ja, ich muss noch Machst du? einmal gleich runter. Nee, ich nehme das dann Ach noch mit so, runter. du kommst jetzt. Ah. Ja, dann mache ich auf der anderen Seite das Vorgewende, ne? Ja. John Deere Fahrer, Abend. Oh, das gibt. Das ist eine Oh. Hupe, wa? Hoffe ich Alter, bei krieg. dir sieht das aber auch aus. Warum? Keine Sorge. Ja. Cooler als ein Fahrrad. Guten Abend, LSV-Driver-Liebe. LSV-Driver-Liebe? Guten Abend. Ist ja auch jemand Neues mit unserem Namen. Ja, Borsti, wie gesagt, das kann man ja auch mal alles machen. Sehr cool. Gülle, ja. Oh, da Gülle reindonnern. Boss, wir haben ihn noch nicht mit auf dem Server mit drauf. Undertaker, da ist alles gut. Er hatte gefragt. Auf welcher Map CMNG? Alter, das ist ja so duster, da siehst du ja nix. Nee, ist ordentlich.
Ja, in der Mitte muss ich gleich nochmal fliegen. Ja, ich komme da wieder runter. Ja, dann nimmst du das mit. Müssen wir mal gucken, A-Traktor? Guatatron? Was meinst du damit? A-Traktor? A-Farmer? Den werden wir auf jeden Fall nutzen für Wasser und sowas alles. Dann können wir unseren damit weggeben und auch nachher für Flüssigdünger und den ganzen Kram. Genau. Müssen wir mal gucken, LSV Driver, was da drauf kommt. Wie gesagt, ich guck gleich mal. Wir werden gleich erstmal Gülle fahren hier. Und da muss ich mal auf meinen schlauen Zettel gucken. Und wenn das so ein bisschen wenn das so mit der Fruchtfolge passt, dann werden wir das danach gehen. Mal abwarten. Alles klar, Bauerflügel. Pass auf, dass du dich nicht hinlegst, ne? Yannick, wie meinst du? Ein bestimmter Moderner, dass die Lichter so cool aussehen? Von dem MB-Truck oder was? Das ist, denke ich mal, überarbeitet jetzt für den 17er. Switch Peace. Moin, Senator. Betreff, Lukas, Betreff ist, da, sag ich mal, wie in der E-Mail, wo es drum geht, ne? So die Hauptüberschrift. Basti der Hexer. Inhaltsangabe. Moin, moin. Aber der hört sich auch echt geil an, ne? Vom Sound, der MB-Truck. So good. So, CMG, ja. Aber Konsole könnte ich mir das Spiel nicht vorstellen. Ne, irgendwie. Aber wenn du natürlich nichts anderes hast. Mann, Alte sind aber alle auf dem MB raus, ne? Forbidden Mods, Jungs. Ansonsten, für alle, die das suchen, gib doch mal LS17 bei Google ein und MB-Truck. Und dann auf Images, also oder auf Bilder, je nachdem wie euer Beutel eingestellt ist. Und dann seht ihr alles, was so mit LS17 und der B-Truck zu tun hat, dann seht ihr das. Und wenn da ein Schicker ist, dann klickt ihr auf das Bild und dann kommt ihr auf die Seite. Und da könnt ihr den Kram dann runterladen. Julian, das ist Feld 11. Moin Patti und moin Tom. Solche Jeans, moinsens. Alles klar bei dir? Läuft noch alles? Moin. Solche Jeans. Jens, boah, flügen, ne? Obwohl, da sind wir jetzt fast fertig mit. Jo, Jens, guten Abend. Bauer Power. Wir hätten für dich was. Nein, aber wie gesagt, was ist denn mit Borsti? Ja, weiß ich nicht. Borsti, wolltest du jetzt oder nicht? Wir können ja gleich, wenn wir nochmal den Joskin reinladen, ne? Mhm. Noch mal gucken. Bereitet das gleich schon mal so weit alles vor, damit die Pause nur ein paar Millisekunden dauert. Genau, und dann werden wir dann zwischenfahren. Und jetzt ja, zwei Gülen oder einer? Ja, also man kann. Also irgendwie passt das hier alles nicht. Man, der andere Burger nimmt 30 Augen. Solchen Jens, ich habe die ganz normale vom Motherboard, ne? Ich habe jetzt keine extra Soundkarte. Moin Hoppel,
Jo, LSV-Driver, Liebe. Das ist schon der Wahnsinn. Was ist da los? Ei, ei, ei. Ja, wir haben unten neue Nachbarn bekommen und deswegen haben wir ab und zu mal ein bisschen Bohrgeräusch hinter uns. Die machen sich direkt schon Freunde, die neuen Nachbarn. Naja, es ist ja noch okay, es ist ja noch vor 20 Uhr. Ja, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht. CMG 14 Scheinwerfer, ja warte, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Es wäre natürlich nicht schlecht, wenn da jemand... wir müssten auf jeden Fall zu dritt sein, das wäre schon gut. Mhm. Schön, moinsen, Tobi, bist du wieder zu Hause? Tobi, schönen guten Abend. Schönen guten Machst du das Bayern. Stück hier zu Ende, oder was? Ja, ja. Dann freue ich mich schon mal noch Ruß. Ah, Hoppel, ja, stimmt. Morgen im Stream, Isinator. Puh, glaub eher weniger, müssen wir mal gucken. Was ist los, Isinator? Achso, du hast gefragt. Den Johnny. Wo gab's den jetzt nochmal? Bei Motorstar, ne? Soll ich Ihnen das mal sagen? Da wissen Sie Bescheid. Was ist mit Borsti jetzt? Wer denn, hast du den Link noch? Da musst du einmal die Map, nur die Map laden. Oh, Tobi, bist du denn gut durchgekommen? Wie war das denn mit dem Wetterchaos? Bist du einmal quer durch Deutschland gefahren, so gesehen? Aber du warst nicht bei mir. Ja, da wäre ich auch nicht vorbeigefahren. Was du für eine Soundkarte hast? Du hast keine Soundkarte, du hast eine Onboard-Karte. Deine ist auf dem Motherboard drauf. Das ist keine extra Soundkarte, die du hast. Genau. Und das ist immer Realtek, ne? Ja, bei Asus und so weiter, das ist nicht immer Realtek. Wir hatten noch einen Asus Board, oder nicht? Ja. Ja. So. Gerade ausgefahren oder rechts abgebogen? Gerade ausgefahren. Bist du schon fertig, oder was? Ja, ja. Bist du noch nicht fertig? Ja. Alles gut, Tobi. Ja, Borsti, hast du schon alles runtergeladen? Oh, der fahren wir ja zu viert. Und Matze, dann können wir richtig was schaffen heute. Ja. Wir haben ja drei Felder, die bearbeitet werden müssen. Hinten war ja gegrubbert, ne? Ja, hinten war gegrubbert. Da kann gesät werden. Da können wir ja gleich... Ja, aber da... Da kann auch Gülle... Da kommen jetzt schon auch Gülle rauf. Da können zwei Leute Gülle fahren. Ja. Einer bringt noch zu. Dann werden wir gleich einmal einen kurzen Minicut machen, Jungs. Dauert 5 Minuten ungefähr. Dann werden wir uns nochmal das Joschki-Pass auf den Server holen. Und dann geht's weiter. Dann werden wir mit Gülle fahren und ja, einer muss immer zubringen. Vielleicht werden wir dass einer vielleicht einen Bunker bekommt oder so. Oder wir fahren mit zwei Güllefässern auf einem Feld, kann man auch machen, ne? Ah, okay, Tobi, ja, das ist das Beste. aber die Bahn hatte keine Probleme mit der Kälte? Hey, hier muss noch gegrubbert werden, ne? Er muss erstmal zu Ende Gülle fahren, mein Freund. So, ich werde aber erstmal abspritzen, das Ganze. du musst jetzt nicht wieder zweideutig denken, mein Freund. War wieder klar. Bot 6411, vielen Dank fürs Follow. Tine Lake. LSV Driver, Liebe, vielen Dank fürs Follow. Tine Lake, schönen guten Abend. Moin, moin, Fanfahrer. Na klar, wieder fleißig. Matze und tanken. Ja, tanken muss ich jetzt gleich auch. Okay, solchen Jens, komisch. Ja gut, das kann auch an der Buchse liegen, ne? An der, Na, jetzt muss ich...
Weiß jetzt nicht, geht die Tür so von außen zu? Es rauscht und quietscht. Kann auch an der Buchse liegen, an der, wie heißt es? Welches Headset hast du denn? Ja, über USB, das muss man halt alles noch ein bisschen einstellen, ne? Kommst du nicht zum Saubermachen? Ich hab doch erstmal abgesetzt. Bisschen Maschinenpflege mit dem. Ja, aber der Flug, den hast du dreckig gelassen, ne? Ja, der Logo. Nee. Der Sand hält das alles ein bisschen ab. So, jetzt muss ich schon wieder lachen. Local K. CD. Ohne USB. Das ist ja halt mit der Klinke. Pamanik. Klinke. Moin. Klinke. So, USB ist doch eigentlich besser. Dann musst du das richtig in die Klinke reinstecken. Der Klinkestecker ist ja nicht richtig drin. Nee, Lukas, gerade jetzt sind wir ja im Stream, da können wir ja nicht gucken. Wo hast du hingestellt? Ja, Tobi, viel Spaß, dann mach das mal. Achso, wollten wir dann jetzt eine Runde zocken. Ja, zum Testen, jetzt gibt es eine neue, gute Version. Also ich habe da noch mal ein bisschen was gemacht. Wo hast du denn hingestellt, den Flug? Hinten bei dem, hinter der Getreidehalle. Ja, Pascal, von innen muss ja auch mal sauber gemacht werden. Ist ja alles mit Latex überzogen. Den Beinanhänger habe ich auch über Google gefunden. Ich kann es euch nicht sagen, weil ich merke mir das immer nicht, weil wenn ich den Mod habe, brauche ich den nicht nochmal suchen. Amelias Papa, ja. Und du hast ja vorhin schon gesagt, bin mal gespannt, was, wo drüber? Wo hast du ihn hingestellt, den Flug? Ah, da, ja, okay. Wir müssen die Grubber noch kaufen, ja? Sehr cool, die Tonne geht nicht mehr sauber, du. Das freut mich. Das zwischendurch mal so ein Feedback ist gar nicht schlecht, ob das Ganze gut läuft. Tobi, das weiß ich bei dir. Nein, Tobi, alles gut. Borsti, hast du denn schon alles geladen? Okay, solchen Jens. Vielleicht einfach mal nach Updates suchen. Genau, oder Kabel, vielleicht Kabelbruch oder irgendwas. Aber das ist ja ganz neu, glaube ich, das Headset, ne? Okay, MGS Papa. Vielleicht wisperst du mich schon mal an, dann kann ich schon mal so ein bisschen nebenbei ein bisschen lesen, worum es sich genau handelt vielleicht. Soll ich jetzt schon mal den Zubringer kaufen? Ich würde sagen, wir machen das einmal so, dass wir die Jungs damit draufnehmen, oder? Einmal speichern? Oder was sagst du? Ja, können wir machen. Ich kümmere mich schon mal um. So. LSV-Driver, liebe, vielen Dank. Danke, das freut uns. Ja, wie gesagt, wir speichern. Wir wollen da mal eben die zwei Jungs noch mit drauf holen. Und dann noch den. Jaskin hast du schon hochgeladen? Moin, Turbo. 1965. Ach, tanken wollte ich. Kinglet. Nee, mitspielen leider nicht. Tobi, kopier das mal alles und füg das oben in die Adresszeile ein.
Zwicky. Da sollte das eigentlich funktionieren. Zwicky, die ist auf jeden Fall die beste. Also die beste Community, die es gibt, ey. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ja. Amelias Papa. Das. Ja, am besten, wie gesagt, whisper mir mal. Dann kann ich dir das später mal schreiben. Danke mal eben. Ja, auf jeden Fall, Bauer, Bauer. Moin, moin, Offiziersbauer. Matze, kannst du dann den Johnny fahren? Ja, ich kann gleich mal tauschen. Bin nicht das Thema. Oh. So. Was? Nee. Wer will Johnny fahren? Ja. Nee. Ja. Oh nö. Die finden doch alle den. So gut. Das ist auch noch der Fendt. Er ist Jonathan. Moin, moin. So, ja, bist du soweit? Also, brauche ich nur runterladen und direkt wieder. Können wir direkt wieder drauf oder was? Ja, warte mal. Und Chris? Da muss ich erstmal gucken. Das war, glaube ich, das Fass, was im. Ja, ich beim Mod-Hub war. Ich würde eher Sachen sagen, solche Jens, dass es auch an der Buchse liegen könnte, dass die Buchse einen Wackelkontakt hat, ne? Oder am Dingens. Das könnte sein. Ja, oder so wie Hoppelt schreibt, ne? Das kann natürlich auch sein. Ja, ich muss aber dafür, dass. Also bei mir geht er den schon runter. Am Borsti und so, ne? Power. So, wollen wir mal gucken. Gleich holen wir dann den Gülle-Zubringer, ne? Der ist jetzt, ist der hier bei? Ja, yeah, da der Annaburger. Mit 64.000 Liter passen da rein, Alter. Wo spawnst du denn jetzt? Weiß ich nicht. Aber 64.000 Liter ist heftig, ne? Was? Passen in den Annaburger. Nein, 30. Da steht aber 64. Huch, mein Freund. Kannst du mir nicht einfach mal vertrauen? Okay. Wisst ihr eigentlich, was mit der Westerrade passiert ist? Nee, CMG leider nicht. Nö. Wir wüssten nur nicht, wen man da fragen könnte. Da am Arbeiten oder so. Ich denke, wenn da was kommt, dann kommt da was bestimmt von den Jungs. Ich kann mir gut vorstellen, dass die für LS17 vielleicht fertig machen. Keine Ahnung. Wie gesagt, wir haben da genauso viel Ahnung wie ihr auch. Ja, wie gesagt, Tobi, dann komm einmal bei uns rauf, ja? So. Ich halte jetzt einmal den Server an. Ja, warte, dann lass mich erstmal runtergehen. Nö. Hast du gespeichert? Ja. So, und dann und da. So, ich mache hier mal eben nur das Bildchen rein. Aber wie gesagt, der Turm bleibt da und wir bleiben auch da. User joined your channel. Ah, da ist der Tobi. Guten Tag. Na, Ben, du bist jetzt gerade live im Stream. User was moved out of your channel. User left your channel. Da sind die zwei wieder weg. Das war der Tobi. So, was ich jetzt mal eben machen wollte. Einmal vom Server schon mal runterladen. Wie gesagt, wir sind gleich wieder da für euch. Wir müssen nur eben was umstellen. Dann geht's weiter. Einmal auf unseren Server Login und dann die Mods. Was war das denn jetzt? Der Joskin, ne? Hallo Marlon, schönen guten Abend. Ohne Fragezeichen. Achso, ja, alles bestens Marlon, das wissen wir doch. So, Joskin. Wo haben wir denn hier Joskin. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wo der Kollege den Joskin aktualisieren. Lemken. Real Clock. Guck mal eben den Bauer Power mit rein. User was moved to your channel. Na, da ist der Bauer Power wieder. LSV Driver, was ist los? Hi, Mr. No Name HD, schönen guten Abend. Hab dich gewisser, wenn du Zeit hast, sagst Bescheid, wenn es morgen ist, wisperst du mir hier. Alles klar, mache ich, Amias Papa. Du hast alle Sachen soweit? Die Map, glaube ich, bräuchte ich noch, ne?
Oder was war da jetzt eben? Ja, die Map muss noch einmal runterladen. Ja, dann bräuchte ich den Link nochmal. Hast du den nicht mehr? Nee, ich hab schon geguckt, aber ich hab den nicht mehr. User joined your channel. So, wieder da. Was, wie sieht's aus mit Moin, Dingens? Ja, ist doch schon alles hier in Arbeit, mein Freund. Ja, ist er jetzt drauf, weil ich will nicht allzu lange hier Pause machen. Ja, wieso? Bin dann, ja. Wie heißt er denn genau? Dass ich mal weiß, Joschkin Modulo. Ist in 2 Sekunden drauf. Brauchen wir noch irgendwas? Nee. Alles soweit cool. Genau. Hi, Bauer Power. Atlasfahrer, moin. Ne? Oh. Geht irgendwer Minecraft? Solchen Jens? Nee, ich nicht. Danke, LSB Driver. Wie ich auch, Tobi. Was ist mit ich auch? Was ist denn jetzt mit Borsti? Borsti ist weg. Naja. Also so, wir ist zu da. Wie heißt der jetzt? Joschkin? Joschkin Modulo. Hast du den schon aktiviert? Nee, ne? Doch, jetzt. Und Start. Joschkin Modulo. Und dieses Mods gesehen. Ist das immer ein Kauderkram mit uns so? Ich finde den nicht. Den findest du schon. Hat er einen Fehler? Der heißt Joschkin Modulo 2. FS17 unterstrich Joschkin Modulo 2. Guck mal bei den FS17 Dingern. Ah, jetzt habe ich ihn. YouTube, moin Markus. Schönen guten Abend an alle. Wie gesagt, das geht jetzt sofort weiter. Wir haben jetzt alles. So, Joschka Modulo 2, einmal da rein. So. Was ist mit Borsti? Keine Ahnung. Kann ich ja jetzt auch nichts. Leider können wir da nicht dann die Rücksicht mit drauf nehmen. Weil wir jetzt ja weitermachen müssen. Muss ja gearbeitet werden. Wurde heute mit 50 Tonnen erwischt. Uiuiui, Atlasfahrer. Borsti, oh, LSV Driver, liebe. Ja, wie gesagt, Markus, moin. Ich wollte gerade sagen, wer hat denn meinen John Deere weggestellt? Ich hab den nur um die Ecke gestellt. So, nee, ich melde mich noch eben kurz an. Dann kommt das Bild auch sofort wieder, dann sind wir wieder da. Und zwar genau. Ach du, die sehen auch meine ganzen. Sind wir jetzt wieder da? Ich hatte ja das Pausebild drin. Sonst hätten ja auch alle meinen Desktop gesehen. Die... Namen Zappi. Kam nicht so gut an. Atlasfahrer, was. Ah ja, gut, okay. Wenn man mit so viel Tonnen erwischt wird, dann kommt das mit Sicherheit nicht so gut an. Spiel auf PS4. Kann mir einer sagen, wie man die Trophäen mit den Tieren bekommt? Oh, da kenne ich mich gar nicht. Offiziersbauer, moin, moin. So, jetzt kaufen wir nämlich das Joschkin Rad-Setup Breitreifen mit Lenkachse. Ja. Das will ich mir mal angucken, was wir jetzt da natürlich. Ach, das haben wir drin, okay. Dann kaufe ich schon mal den Annaburger, ne? Ah. Den Zubringer, oder? Ja. Das sollte dann erstmal reichen, glaube ich. Habe ich den jetzt gekauft oder nicht? Dann können wir das kleine Fass, würde ich aber nochmal behalten, beziehungsweise einer kann ja schon anfangen zu sehen, ne? Ja. Brauchen wir nicht noch einen Grubber? Wir können doch nicht direkt, nee, Matze, wir können nicht direkt auf den Geflügten sehen. Das ja, ich dachte, dass Joschkin das hätte, Trellborg, Michelin-Cargo, hä? Ja, mach den Michelin. Was ist denn da der Unterschied? Räder, das sind ganz, ganz breite. Dann mach ich mich ganz hier hin, ne? Dicke Reifen. Ja. Ich kauf den, ne? Für 60. Ja. Und ich tu mal Join, ne? Ich hol den mit dem MB-Truck dann, ne? Ja. Mach das, Bauer. Ich hol mal den, Malte, moin! Du musst in SP 50 Tiere züchten. Ah, okay, da hat LEDTV doch die Antwort gegeben auf die Frage vorhin wegen den Trophäen. Playstation. Wir haben schon 2 Tiere, ne? Heute, moin, Miley. Offiziersbauer, moin, moin. Wir hätten hier schön, so dass Leide. Ihr alle wieder so zahlreich da seid, ey. Das ist wirklich der Wahnsinn. So, ich hol mal eben den Zubringer. Und ich hol das andere Fass. Wie sieht's aus mit der Lok? Alles gut.
Ich hatte gedacht, dass Josken hätte jetzt direkt einen Grubber mit dran. Nee, nee, dann mit 3 Meter Grubber machen oder was? Kevin Ronaldo, ja klar, du warst schon mal da auf jeden Fall, das weiß ich. Kann Bauer Power sich quasi einen Grubber besorgen oder nicht? Ja. Ja. Habt ihr den schon? Schaffen wir halt mehr. Habt ihr hier schon irgendwo einen stehen oder? Nee, wir müssen noch einen kaufen. Also komme ich auch auf den Weg. Genau, komm auch mal zum Händler. 180 Zuschauer, ja, LSB Driver, lieber. Das was? Das ist wieder der Wahnsinn. Seit langem mal wieder so viele Leute da. Ich weiß auch nicht, ob ich mit dem Fass hier voll beladen auf den Straßen fahren darf. Mit dem schon. Guck mal, der Zubringer, ey, das ist heftig. Das ist ein geiles Teil, oder? Ja. Guck ich mir mal eben da an. Weil dann würde ich den sonst noch mal einmal vollladen. Ne, Atlas-Fahrer. 500 Euro ist aber auch eine ordentliche Hausnummer, ne? Wie viel PS hast du denn, Bauerpower? Der müsste... Er müsste eigentlich sowas um die 180 PS haben. Ja, wir spielen ja auch mal wieder. Ja, Tobi, da sind wir auch froh drüber, dass wir mal wieder ein bisschen öfter spielen. Nicht nur Map bauen. Nils, du kommst vorbei? Ich weiß ja nicht, ob du dich damit auskennst, Tobi, mit Map bauen, aber... Atlas-Fahrer, das ist, genau, vom Mottab. Alter, das ist mal ein schönes Joschkin-Pass, du. Das gefällt mir so, wie das ist. So, ich werde aber mal schnell eine Schmuckrunde schlafen. Yannick, Merjans, vielen Dank fürs Follow und herzlich willkommen. So, ich mach den schon mal voll und fahr schon mal zu Feld 11, ne? Da denke ich mal, wir können eigentlich erstmal hinten anfangen. Genau, dann fahr ich zu Feld 29. Und dann bräuchte ich noch einen Grubber. Ach, du brauchst einen Grubber, genau. Aber eine ordentliche Größe, ne? Ja, ich denke mal diesen einen, den ich hochgeladen habe. Der hat 7,50 Meter, braucht aber 215 PS. Ne, den können wir leider nicht nehmen, der ist... Ne, ein bisschen zu groß. Ja, der Amazon... Der hat 6 Meter, braucht 180 PS. Dann haben wir den Horsch, der hat 4,8 Meter, braucht 205. Also das ist aber eine Ecke dann, ne? Eine Scheibenecke. Und das muss nur da, wo wir geflücht haben, Jungs, ne? Mach doch erstmal hier, er kann ja erstmal den John Deere nehmen, solange ich draußen bin und Feld 1 fertig machen. Kevin Ronaldo, vielen Dank fürs Follow. Moin, Flo, absolut keine Erfahrung, damit ist mir alles zu hoch. Ja, Tobi, wie gesagt, das ist nicht für jeden was, ne? was meinst du denn, Nils? Also, wie gesagt, ich kann dir nur eine Scheibenegge anbieten, die was größer ist. Weil für den Grubber, den ich reingeladen habe, oder wir nehmen den 4 Meter. Ja, 4 Meter ist aber auch... Bei 215 PS, wie viel PS hat der Johnny? Mal eben gucken, ist überhaupt noch jemand da? Mhm. 145 hat er, ich weiß ja nicht, wie ich hier... Ja, 145 PS. Ja, deiner hat 185. Der ist 185 und der Johnny hat 145. 175. Oder 175. 175? Ja, 185 PS. Puh, moin. Tobi, wir hatten es doch schon. Endlich mal wieder live getroffen. Ja, Flo, das freut uns, dass du wieder da bist. Imagiuli. Vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Ich würde sagen, wir nehmen... Ich wäre für den hier von Feedstar Modding für 10.900. Der braucht zwar 215 PS, aber mit Allrad, du hast jetzt 185... Ich würde den Lass mich das machen, okay? Nein. Nein. Was ist das für ein Grubber? Das ist ein guter Grubber. Du musst doch nicht immer so. Der ist 7,50 Meter. Der ist von Feedstar Modding. Lemken. Ja, aber es ist ein Grubber, keine Scheibenecke. Wir hatten letztens auch einen Grubber genommen. Das zieht er nachher. Die haben eine andere Stärke. Ja, aber wir brauchen einen Grubber und keine Scheibenecke, weil Scheibenecke ist was anderes als Grubber. Ja, wenn du meinst, dass der das schafft. Ja, aber die Scheibenecken, ja. Bauerpower, was willst du denn haben? Willst du denn diese Scheibenegge? Ist das sowas von... Ich hätte die Amazon genommen, damit... MS61104, ja. Schön, dass du auch wieder da bist. Ja, komm, ich kaufe die Amazon. Standard Vogelsang, cool. Standard Vogelsang ist mit Gülleschläuchen. Ohne Gülleschläuche, bitte. Okay, kaufen. So ist da. Jo.
Gut, ich habe jetzt gedacht, Chris, wir fangen an bei Feld 29 mit Gülle. Genau, weil dann kann. Wir fangen doch erst bei Feld 1 an, weil dann kann er da schon. Feld 1 ist doch schon gegült. Noch nicht fertig. Doch klar, habe ich schon fertig gegült beim letzten Stream. Ja, und außenrum? Außenrum ist ja das Dingens. Das, Aua. Gehäckselte Stroh. Vor. Hast du gehört? Fahr mal vor. Das gehäckselte Stroh ist außenrum. Sicher? Ist es da noch? Ja. Und im GE sah das nicht so richtig schick aus. Dann fahre ich schon mal vor, ne? Ja, fahr mal. Ja, willst du nur. Ich fahre nicht vorne über die Straßen. Das ist zu voll. Weil dann machen wir erst Feld 29, dann kann Nils schon mal Feld 11. Danke, Zaro. Robben. Zaro, vielen Dank. Reicht drei was. Also soll ich jetzt auf die 11 oder wo soll ich jetzt hin? Genau, fahr zur 11. Ja. So. Du musst dann hinter mir hergrubbern, ne? Ich mach das dann mit Gülle schon mal fertig. Ja. Und dann müssen wir nachher sehen und Saatgut erstmal besorgen. Oh, ja, man sieht hier ordentlich, wie die Reifen einsacken. Mit dem Standard könnt ihr aber nicht Gülle am Zunhammer fahren. Mit dem Standard, Joschkin, was meinst du? Ich hab ja, wir haben ja den Mod. Wobei meint er bestimmt. Zonhammer? Nee. Er meint bestimmt die Scheibenegge, die wir jetzt haben. Die hättest du ja auch mit Schläuche holen können. Ja, wollen wir ja nicht. Dann nehmen wir ja. Wofür ist die denn? So, da haben wir schon mal 32.000 Liter oder 32 Kubik. Ja, ich habe nämlich nicht so viel gemacht. Tigerassen, moin. Maximilian, wir haben jetzt hier im Becken hatten wir 189.000 und dann hätten wir noch die Option bei dem Schweinebauern noch ein bisschen was abzuzapfen. Moin Daniel. Achso, Ausführung, siehst du, Tobi meinte Ausführung von der Scheibenegge. Wo kann ich die denn ran donnern? Und welches? Am Zunahme hinten. Eigentlich. Nicht Gülle an zum Hunger fahren, sagt er. Ist das denn das für das Joschkin? Ne, das geht ja gar nicht. Das ist das für das Räuber? Das Räuber bestimmt, ne? Ja, kannst du auch, ja. Moin, ich weiß es nicht. Ja, Max, das ist halt das schwer, immer alles zu merken, die ganzen Namen, ne? Tigerassen, moinsens. Oh, hier mal ein bisschen Schigi auf ist. Das sehe ich ja gar nicht. Hat ganz schön zu ziehen hier mit den 32 Kubik, ey. Das ist die zweite Anzeige unter dem Füllstand, die 0%. Das ist, Weiß ich selber nicht. Achso, du bist das jetzt. Das ist der Zubringer. Muss dann hinter mir hergrubbern, ne? Ja, ja. Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir jetzt, die Gülle auf Feld 29 schmeißen, Chris. Ja, aber da ist ja schon gegrubbert, da musst du den ja nicht nochmal rübergrubbern. Nee, dann kannst du direkt mit der Sämaschine. Ja, und was sollen wir jetzt machen? Ja, der kann auf Feld 11 grubbern. Oder ja, vielleicht sollten wir da erstmal die Gülle rauf machen, damit er die dann gleich eingrubbert. Ja, aber auf dem Geflügten machst du doch keine Gülle. Boah. Nee. Ja, dann kriegen wir aber unsere drei Düngerstückchen, mein Freund. Und doch klar, wenn wir danach gülen würden, wenn er fertig ist und dann sehen. Und dann fehlt uns immer noch eine. Wir haben keine Direktsaatmaschine. Wir haben gedüngt. Wir haben nicht gedüngt. Ja, die haben wir dann, wenn wir dann nach dem. Wir müssen dreimal düngen. Also wir haben gepflügt. Ja, und dann mit der Spritze später nochmal drüber. Und dann? Was dann noch? Dann hast du auch dreimal. Wo denn? Du musst pflügen und dreimal düngen. Jetzt machen wir einmal Gülle, das ist die erste Düngungsstufe, da wird gegrubbert. Nee, jetzt sag doch auch mal was, damit der Chris das versteht. Er weiß wieder nicht, wovon er redet. Zweimal mit der Spritze da drüber? Du gülst nicht auf dem Geflügten. Das ist einfach unrealistisch. Warte, jetzt kommt her, wir kriegen unsere drei Düngestufen nicht hin. Ja, dann müssen wir halt auf eine verzichten, das ist wirklich unrealistisch. Das macht man nicht. Kann man auf gepflügten Güllen, Leute? Nicknack. CMMG, wo bist du? 65. Vielen Dank für dein Follow. Grüß Gott, Kevin.
Matze, hast du einen Porsche? Nee, warum? Moin, ohne. Ja, kann man auf geflügten Güllen? Ich habe noch nie einen auf geflügten Güllen sehen. Nils, sag was, du bist doch. Ja, was wüsste ich jetzt so auch nicht. Deswegen. Nur um eine Düngestufe zu bekommen, da muss man auch eine. Genau, Thomas der Wikinger schreibt auch nein. Maximilian sagt nee. Siehst du, alle sagen nee. Kann man. Ja, es gibt 50-50. Scheiße. Ich finde bei drei Düngestufen, ja, sonst kriegen wir das nicht hin. Dann kriegst du niemals drei Düngestufen hin. Doch, dann hätten wir vorm Fliegen güllen müssen. Mhm. Aber wir haben doch hier schon Chopped Straw untergüllt. Nein, haben wir nicht. Haben wir das? Ja klar, hier lag doch Chopped Straw drauf. Nee, lag es nicht. Ich guck da jetzt einfach mal nach. So, jetzt wird das ja interessant. Ehekrise bei Matze und. Ja, wir wollen ja nur nichts falsch machen. Das ist halt das Wichtige. Da ist kein. Erst güllen, dann flügen. Servus Michi, moin Bayer. Da ist nicht gedüngt. Da ist nicht gedüngt. Da war kein Chopped Straw drauf. Ja, was macht man jetzt? Weil wir das nämlich schon abgehackt hatten. Ich würde da jetzt einmal Gülle raufhauen. Also zu 100% ja. Ich kenne so viele Leute und arbeite beim Unternehmen und mache die Verkaufsstelle. Alice Wheel Agrar, vielen Dank fürs Follow. Ja gut, dann machen wir es jetzt, komm. Ja, nächstes Mal hauen wir da erst die Gülle rüber. So, dann bleibt mal stehen. Nils ist schon eingeschlafen. Nils sagt aber auch nichts, ne? Du hast doch die Erfahrung. Ja, aber ich rauf mit dem Zeug. Ran rauf die Suppe. Hau rauf. Ja, eher weniger, aber gib ihn. Mann, ich hab genug. Das ist. Wir sind hier. Schicko. Nils, wir fangen hinten rechts an. Ja. Was ist denn so am Wackeln? Ich freue mich, weil wir Gülle hier rauf haben. Ich glaube, der wird gerade überlastet. Die Zapfen. Ich weiß nicht, ob ich das auch kann. So. Kann das sein, dass dir irgendwie mal ein Gewicht fehlt? Naja, Matze, schon. Gib ihm mal dein Gewicht. Ja, komm her. Endlich mal mit Profis arbeiten. Das ist der Bauerpower. Ich weiß nicht, wie viel Arbeitsbreite habe ich denn hier? Ich sehe das nicht. Ah, da! Ey, da schaffe ich aber was mit. Hast du? Ist Kevin denn noch? Ja. Da? Da? Bitte? Kevin? Weiß ich nicht, ob Kevin noch da ist. Wer Nils ist, meiner Guide? Nils ist Bauerpower. Wer ist Nils? Oh, ich lasse das Gewicht schon ab. Ich glaube, bei dir kann man auch nicht mitfahren, Nils, ne? Alles klar, wie lange streamt ihr noch? Max, müssen wir mal gucken. Weiß ich nicht genau. Ne, bei dir kann man nicht mitfahren. Also ich glaube, du kannst schon mal, Alter. Aber das Fass hat hier ordentlich, damit kommt man ordentlich mal längs. Wie breit kannst du denn jetzt? Weil ich sehe hier... Okay. Ich glaube 18 Meter habe ich oder so. Es ist schade, dass es noch kein Ding ins Mod gibt. Kein Wie heißt er? Ich glaube, wir brauchen noch einen zweiten Grubberfahrer, Kevin. Bot-Engel, Mahlzeit. Kevin, wer der Chris ist. Was ist denn Chris? Was ist denn Chris? Steht da. Oh, Matze. Also, Matze, bist du schon unterwegs? Nee, ich hab ja noch die Hälfte drin.
Soll ich zu dir kommen? Nee, du fährst dich bloß fest mit deiner Deswegen. Kiste da. Beppo. Ja, ich hab's gesehen, Schatz. Schön, dass du da warst. Hey, das ist Jonathan, alles bestens. Oh, jetzt wurde ich unkonzentriert. Frau stand neben mir. Ja. User joined your channel. Moin. Moin. Moin, Kevin. Ja, Kevin, wenn du Zeit hast, ne? Bis bald, Beppo. Ja, bezahlt ihr denn das jetzt? Beppo, was musst du denn noch für Videos aufnehmen für morgen? Eheprobleme bei Chris und Matze, genau, weil er Speeddriver-Liebe. Ja, so ist das manchmal. So ist das manchmal in den besten manchmal Beziehungen. Manchmal versteht der Matze nicht. Nee. Wäre auch schlimm, wenn man immer der gleichen Meinung wäre. Komm gleich wieder. Die Kevin. Oh. Ja, ich hol mir mal einen Red Bull. Red Bull? Hallo. Hier wird nur Monster gesponsert. Ach, was? YouTube, BO1, Zombie-Modus. Okay, Beppo, sehr cool. Wie weit kommst du denn jetzt mit einem Ding ins? Ich stehe hier. Ja, jetzt wird es auf jeden Fall interessant. Ich komme nicht ganz bis runter. Kannst mir schon mal entgegenkommen. Aber dann fährst du die ganzen Kram wieder platt. Und deswegen. Haha, hast gesehen? Hast gelesen? Nee, nix. Chaos Kevin ist da. In 3 Minuten ist das Feld gedüngt. Was? Monster vielleicht. Sicher, Kollege. Meiner geil. Ja, Matze. Ja. Kannst du mal deinen Hintern hierher bewegen? Du kannst mir mal entgegenkommen, mein Freund. Ich fahr da keinen Millimeter hoch. Bodenverdichtung, genau. Monster for life. Steven. Ich bin nur Zubringer. Ich stehe am Feld dran. Moin, Tobi. Genau, so ist das Alex normalerweise. Welchen Mod wir empfehlen können? Kevin. Da gibt's tausende. Aber ja, der wichtigste ist eigentlich der Drive Control. Ja, aber guck mal, dann hätten wir. Wir spielen ja mit 3 Düngestufen. Das heißt, eine müssen wir immer irgendwie noch dazwischen donnern. Es sei denn, wir haben immer Shop It Straw. Aber dann wir müssen halt 2-mal spritzen, ne? Aber ich weiß nicht, ob Shop It Straw und Gülle, ob er denn 2 Düngestufen erkennt. Ist leer, also ich habe nur 217 drin. Ich fahre jetzt. Moin, Hörbi! Muss mal die Mods runterladen. Gib mal Gas. Muss erstmal die Tür zu machen. Genau, meistens wird 2-mal gespritzt. Wir sind Biobauer. Da wüsste ich aber was von. Und Nils, alles klar bei dir? Na, immer noch. Immer. Ja, perfekt. Nils sagt so wenig. Ja, deswegen. Aber der knattert hier aber auch so übers Feld. Naja. Der ist ein effizienter Arbeiter. Und jetzt fahre ich einmal schön durch die Gülle durch. Kevin kann nachher den Trecker sauber machen. Ja, träum weiter. Markus. Was meinst du bist mit durch mit Stream LS17? Hörschreiber, genau. Ich gebe den Johnny nicht ab. Hey, hier Schreiber. Quatsch. Nicht mehr. Ich schick sie nur noch raus. Aber ich glaube, der Chris ist heute auf Krawall gebürstet. Auf Krawall gebürstet? Ja, ja, das glaube ich auch. Dann müssen wir gleich mal timeouten. From Austria, müssen wir mal gucken, wie lange noch. Irgendwo noch ein bisschen auf jeden Fall. Wir machen das hier, ne, Nils? Immer, klaro. Der Tom Roller, genau. Ja, Kevin wird ja gleich dazu stoßen, CMG.
Ja, ich muss die Mods herunterladen. 200 Zuschauer? Eieiei, der Wahnsinn. Wie lange spielt ihr? Achso, das hatten wir schon. Heute meine ich, Markus? Achso, okay. Horst Josef, guten Abend. Guten Abend. Oh, ich glaube, ich muss gleich mal in Wirklichkeit ein bisschen düngen. Wow. Aber wir haben ja für Kevin gar keinen Schlepper. Ach, du könntest mir doch den New Holland mieten, den T7. Aber kein Geld für. Ja, und schon ist die Kohle wieder weg, ne? An sich. Deswegen. Wenn, dann müssten wir einen Schlepper kaufen. Ja, dafür kriegst du aber nichts Wirkliches. Und dann noch eine Scheibenegge. Wir haben doch eine, oder nicht? Chris, eine. Wir haben noch zwei. Wir hatten mal, aber das hat Matze wieder nicht in den Spielstand mit reingenommen. Och, Matze. Nur eine Scheibenegge. Nee, du machst Sachen. Markus. Mehr als du. Aber einen Snickers würde ich wirklich nehmen. Hey. Genau, Markus. Das wäre mal wichtig. Sag mal, können wir die Suppe mal wegmachen? Ich sehe hier gar nichts. Siehst du was? Nicht wirklich, ne. Wie ist ein grober Betonbunker? Nee, okay. Hier ist Schreiber. Ich fahre den Träger. Ich rufe die Leute per Telefon an und schick sie raus. Und dann fahre ich einmal kontrollieren und das war's. Mit seinem Mofa. Nee. Ein paar Meter fahre ich mit dem Auto. Ist denn der Zubi? Ja, aber trotzdem kann ich da meine Truppe leiten. Gonzo, guten Abend. Ich bin ja in 3 Monaten fertig, dann höre ich da ja auf und dann fange ich ja als Zimmermann an wegen meinem Knie. Zimmermann ist doch nicht viel besser. Doch, ich hatte da, ja, Praktikum sozusagen gemacht und das ging. Kevin, auf dem Hof steht noch ein Fahrrad, soll ich sagen. Nee, das nehme ich nicht. Und an der BGA noch eine Mofa. Ja. Ja, die Mofa tun wir entdrosseln und dann fährt sie wieder schneller. Und Matze, bist du wieder da? Nö. Ja, bin aber leer. Ich glaube, wir müssen uns eh verschulden, oder? Wir müssen mal ein bisschen Getreide wegdonnern. Das ist ganz schön teuer alles. Kommst du hier hochgefahren aufs Feld? Wo bist du denn? Na, ich fahr runter. Alter und Verwalter. Okay, Betonbunker, guck ich mir gleich mal an. Vom Wiesengruppe. Ja, das ist ein Schlügel da. Also, du kannst auch selber überladen, ne? Ich bin nämlich kurz mal weg. Ja, also mein Knie ist ja in dem Sinne nicht mehr kaputt. Ich hatte ja jetzt die Operation. Und da ging es jetzt einfach nur. Ja. Na, ja, Horst Josef, das ist ordentlich. Erzähl, Kevin. Ja, was wollte ich denn jetzt sagen? Gute Frage. Mit deinem Knie könnte? Ja, könnte es ja eh nicht mehr weitermachen. Da ich dann weggehen müsste, ich könnte dann höchstens die Position von meinem Vater übernehmen. Bei der Stadt. Und dann müsste ich auch wieder einen Umschlug machen, weil der Bauhofleiter ist. Und da habe ich keinen Bock drauf. Nils, von dir hört man wieder nichts. Nee. Nee. Ach, war mein Mikro wohl wieder hochgeklappt, ne? Oh, ja. Ja, das sieht man doch bestens. CMG.
Ja, das stimmt. Aber wo ich arbeite, die tun sich mit dem Dorf zusammen. Und bei dem Dorf arbeiten halt nur Knalltypen auf gut Deutsch. Na okay, Alex. Schön, dass du da warst, ne? Die kriegen da gar nichts gerafft und so. Dann müssen wir noch für die ganze Arbeit übernehmen und all so ein Zeug. Und das machen viele nicht mit. Und da sehe ich das auch nicht ein. Da könnte ich die Position von meinem Vater übernehmen. Dann habe ich jetzt den ganzen Stress sozusagen, die ich mir in den nächsten Jahren, aber... Nee. Hörst du mit GPS, Power Power? Nein. 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 Sicher? Mhm. Horst Josef, wir machen noch keine Werbung. Ich arbeite als Gartenlandschaftsgärtner. Ja, Markus. Und zwischenzeitig übernehme ich auch ab und zu den Bau komplett. Was denn? Achso, Wiesengruppe wollte ich mir mal angucken. Wiesengruppe. Markus, was soll das denn hier mit Chris verkaufen? Horst Josef, das macht Twitch automatisch, seitdem wir Partner sind. Da können wir nichts dran ändern. Denk mal, das, wo ist das denn dann, diese Wiesen? Extra Striegel gibt's da. Scheiße, Mist, wo habe ich denn hier angesetzt? Ach, da. Sieht man ja. Ah, okay. Ja, das ist so, wenn er die Umdrehung vom Motor, vom John Deere, wenn der hochdreht, dann hat er so viel Kraft, dass der, ne? Nils? Mhm. Dadurch kommt er halt immer ins... Schwenken. Genau. Schwenken. Schwenken ist Schwenken. Wo ist Kevin? Okay. Nach 2 Minuten, dann sind die Matze runtergeladen. Nee, ich bin auch kein Twitch-Partner. Genau, darf ich fragen, wie viel Kilogramm ihr habt? Hä? Habt ihr? Meine Guide, was meinst du damit? Matze, kannst du mal deinen Hintern da wegbewegen? Nö. Alter. Kriegst du gleich mal eine Ladung ab? Das hieß aber echt schlecht. Jetzt müssen wir diesen Gülle-Miss-Kalkmund geben. Das wäre wichtig. Ernst, hauen Sie rein. War schön, dass du da warst. Genau, bis zum nächsten Mal. Wir könnten ja auch mal, Matze, so ein bisschen besseres Wetter machen. Ja, komm, ich mach. Ja, was soll man machen? Wie viel Kilogramm wiegt ihr? Meiner Geld. Ich denke mal, das ist nicht allzu wichtig hier. Ah. Oh, ich sehe wieder was. Ah. Licht aus. Danke. Oh, endlich sehe ich mal. Oh Gott, sehe ich ja jetzt erst, was ich hier für einen komischen Kram gemacht habe. So. Oh, 200 Zuschauer. Ja, 200 Leute sind wieder da. Das ist der Wahnsinn. Vielen Dank an alle Zuschauer, dass ihr euch das hier antut. Euch das anschaut. Wie gesagt, ich mache jetzt hier gerade nicht viel, außer zu warten. Aber wir sind ja gleich auch schon durch mit dem Feld hier zu güllen. Mhm. Oh, Sonne. Ja, ZMMG, das war auch gerade was ganz Neues für uns. Das ist richtig entspannt für die Augen. So, ich gehe mir mal nochmal eben was zu trinken holen. Ich lasse euch hier mit dem Bild mal eben kurz, ne? Bis gleich. Bis gleich. Endlich ist er weg. So einer bist du halt, du Chris. So, machen wir das vorgewendete gleich mit hier. Oh, diese Lenkachsen, ne? Die gehen mir ja immer ein bisschen auf den Senkel, ne? Ja.
Boah, ich fahre mir ja auch einen zurecht, ey. Nee, 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 nee. Kann der Fan schön durch die Schlacke fahren. Schön durch da. Ja, da ist die Welt zu Ende, so. Maximaler Ausbau. Aber das ist ja noch der Fehler, den wir hier haben, leider. Den ich noch korrigieren muss. Ich bin 17 und werde 18. So, wieder da. Junge. Ach, hi. Mensch, schön, dass du wieder da bist. Ja, ja. Ja, ja, es liegt mir am Arsch. Nein, nein. Sehr schön. Ja, jetzt habe ich aber mir ein Lemon V Plus geholt. Wie sieht's aus? Bist du leer oder was? Oder hast du dich schon wieder aufgetankt? Uiuiui, was ist denn jetzt los? Boah, Matze, du musst mal so einen Cider trinken. Was? So einen Cider, kennst du die? Aus Irland. Oh, yeah. Ja, so ein Apple Cider. Genau, Acer Mike. Vielen Dank fürs Subscriben. Julot, moin! Komm gleich so um 21 Uhr, okay, Maximilian, ja, mach das. Alles gut. Moin. Moin, Acer Mike. Bleib mir an den Feldhader. Joa. Matze, kannst du dich da mal wegbewegen? Wie viel hast du denn noch? Ja, gar nichts. Das ist ja nicht nur rumstehen. Ey. Ich bin nur Zubringer. Ich muss warten. Boah, du bist einer, ey. Sag mal, Chris, hast du vielleicht keine anständige Arbeit hier? Nee, irgendwie. Ja, das Video, ja, Hilfsschreiber, schön. Jo, wir haben auf jeden Fall Multi-Twitch. Einfach unterm Stream, wenn du auf dem Computer oder so unterwegs bist, einfach unten auf den Button Twitch bei Multi-Twitch klicken, das ist von Chris und mir die Ansicht. Alter, guck dir mal an, wenn er die Pumpe anschmeißt. Oder? Ja, muss ich denn jetzt hier nochmal eine Ladung hinbringen oder kommst du klar mit dem? Da komm ich vor. Moin, Timmy. Hast du gesehen, dass er wieder am Durchdrehen ist? Okay. Also das machen wir nicht nochmal auf dem geflügten Gülle machen. Ja. Moin, okay, Hins. Moin, moin. Kannst du mal kurz die PR... Ja, kannst du ja immer machen. Mache ich da. Gute Nacht, Fanuffel. Schön, dass du da warst. Jo. Oh, da muss er aber ganz schön arbeiten hier. Ja, wollen wir denn jetzt auf 29 auch noch Gülle oder dann da später? Nee, da muss jetzt Gülle rauf. Ja. Da kann ich aber auch mir selber die Gülle holen. Nee, ich mach schon. Ja, du stehst zu lang dann. Timmy, wie lange wir noch machen? Müssen wir mal gucken. Das Güllefass, Acer Mike, welches, was Chris dran hat? Ja, und das ist das Jahrstehen vom Mottab. Genau, und das hier ist der Annenburger Zubringer, auch vom Mottab. Alles klar, Mr. No Name. Ja, das ist wirklich gut, Timmy. So, ich lasse dich jetzt alleine, Großer, ne? Mhm. Ich fahre dann direkt zu Feld 29, ne? Ja. Weiß nicht, Kevin, 2 Minuten sind, glaube ich, schon um.
Ja, warte, ich komm doch jetzt. Muss ich noch gucken, wegen dem Passwort. Jo, Gesichtsfähige. Muss Unguided dafür anschreiben. Ja, das war Verschwendung, aber normal ist es ja auch so, CMNG, dass im Boden sich die Gülle ja auch verteilt und dass das ganze Feld dann ganz gut gedüngt ist. Wir haben ja genug. Ey, ich komme, ne? Oh. Meiner Guide, ich kann mal gucken, wie viel Gülle wir noch haben. Ne, gerade nicht. Kevin gejoint hat, bei ihm dauert es immer ein bisschen länger. Chiboplay, guten Abend. Na, Mann. Also extrem lange. Ja. Wir haben auch wieder irgendeinen Fehler gerade. Und speichern. Hast du gespeichert? Ja, kaum bin ich da, gibt es einen Fehler oder was? Aber richtig. Wir haben noch 95.000. Einmal alle bitte runter. Ja. Ich bin unten. Dulord! Jo, schöne Grüße von Dulord an Kevin. Jo, schöne Grüße zurück. IAC Best, guten Abend. Wie gesagt, wir haben gerade wieder ein kleines Problem. Chiboplay, schönen guten Abend. CMG, ja, speichern haben wir gerade. Ja, aber letztes Mal hat das auch nicht gemacht. Das wäre jetzt mies. Zeigt dir denn irgendwas in der Log an, was da war? Am Server? Jetzt ist alles wieder gut, wenn er raufkommt. Okay. Hat der Nils bestimmt wieder irgendwas gemacht? Ja. Keiner bewegt sich bitte, während synchronisiert wird, ja? Bauer Power, ich glaube, dein Mikrofon ist gerade am besten nichts. Oder versteht einer den? Nee. Ich höre nur irgendwie so piep, piep, piep. Ja, so ein Quietschen. Entweder hast du gerade schlechte Internetleitung, Power, oder dein Mikrofon ist nicht so ganz richtig. Also nicht bewegen oder was? Oh. Matze, ich melde mich mal als Admin an, ja? Ja, mach mal. Lua Callstack. Bei mir nicht. Ich hab nur ein Warne. Set World Direction. Update Moving Part, Vehicle, Kind. Ja, ich habe es gespeichert, bei mir ist alles schier. Okay. Also du bist jetzt wieder auf der Map? Ja, schon lange. Dann fahr ich wieder los. Oh, ja, komm mir mal hier den Hof an. Sollte eigentlich wieder funktionieren. Matze, wie scrollst du im Logfenster? Mit Bild hoch und runter. Moin Johannes, Fanvario. Fenster? Jost, Josef? Achso, das meinst du. Ja, ja, alles gut. Jost, Josef, genau. Mit Bild hoch und runter. Ich bin jetzt auch einmal schön über die Map gefahren. Nils noch da? Ich glaube, der guckt gerade nach seinem Netz oder so. Oh, er ist nicht am Arbeiten. Oh, Kevin ist da. Wir müssen auch Kevin mal was machen. Ich bin nicht da, nee, nee. Basti, 31894, vielen Dank fürs Follow.
Oh, vielen, vielen Dank. Nee, Power, Power, man hört dich gar nicht mehr. Weil wir uns so zoffen, wa? Nee, Timmy. Sehr schön. Also das der Wahnsinn. Das Matze, freut wo uns kommst jedes du? Mal. Ich bin jetzt unterwegs. Gerade auf dem Feldweg. Was soll ich denn machen? Und hier müssen wir erstmal einen Schleppi kaufen. Ja. Ich guck mal, was das so Schönes gibt. Wie viel Kohle habt ihr denn? Nicht viel. Ach, meiner Geld. War's gestern mal in unserer Vergangenheit wieder. Ja, das 15 nördliche Gegend. Sehr cool. Nein, aber Chris und ich, wir haben uns jetzt wieder lieb. Natürlich, Schnuckiburg. Das muss immer mal sein. Oh. Also. Ich würde sagen. So, ich bin da. Matze? Ja. Ja, du kannst dich mal darum kümmern, was der Kevin dann gleich hier für eine Kiste kriegt. Wo soll ich mich hinstellen? Ja, ich komme gleich rum. Ich bin eh gleich fair. Ja. Jetzt haben wir dich, glaube ich, wieder gehört, Bauer Power. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das war Kevin. Gut, das ist Kevin Ruben T7, das wird nichts, ne? Das weißt du. Ja. Nee, gar keinen Fall. Also, ja, Hördimann, der ist einfach zu... Was haben wir denn an Mods mäßig, was nicht... IHC könnten wir wieder machen. Teuer ist. Ja. Oder ein Fan 300, das bringt auch nichts. Der hat ja keine Leistung, ne? Ja, C wäre so, ja, der günstigste mit Kevin. Ja, 1455 XL? Kevin? Ja, du kannst jo, ja den sicher. Den gibt's ja mit mehr Power. Wie viel hat er denn, wenn du den hochpowerst? Unimotor 2, dann hat der 200 PS. Ja. Aber ohne Frontladeranbau? Ja. Und mit Fronthydraulik, ja, ne? Tuning-Motor, ja. Rad-Setup erstmal Standard, für 46.000. Breitreifen. Breitreifen. Okay, für 47.000 jetzt, ne? Kauf ich dir den. Ja, sicher. So, der ist da, dann hast du 200 PS, dann hast du den stärksten Schlepper. Was? Kann ich ja gar nicht glauben. Und was brauchst, was wolltest du jetzt machen? Genau, Bayer, was ich lieb, das neckt sich, genau. Kevin braucht einen, der eine 20 fährt. Genau. Ja, ja. Power noch unterstützen beim Grubbern. Ja, und er könnte. Kevin, kannst du mal eben die zwei Seemaschinen verkaufen fahren, die wir im Ding entstehen genau. haben? Genau. Ja. Das wäre nicht schlecht. Du weißt ja, in welcher Halle die stehen, oder? Ja. Die zwei Grünen da. Kann ich denn Sachen verkaufen oder soll ich mich als Admin anmelden? Nee, ich mach das dann. Nee, du kannst auch selber verkaufen. Müsste eigentlich funktionieren. Du musst ihm nur freischalten. Ja, mach ich. Achso, okay. Mach ich. EPG Greifswald. Schönen guten Abend. Monsterkiller auch moin. Kaki, schönen guten Abend. So, dann schalte ich es ihm mal eben frei. So, separates Konto aus. Fahrzeuge verkaufen an. Mal speichern. So. Da ist aber noch Saatgut drinnen, ne? Soll ich ja, das trotzdem verkaufen? Ja, das können wir zurück. Das können wir ja erstattet. Okay. Sägt ja mal wieder und fällt Bäume Marlon. Das wird wohl bestimmt auch mal wieder passieren, weil wir haben hier eigentlich einen relativ schönen Wald. Und das werden wir bestimmt auch nochmal machen. Ja, da können wir gut Kohle machen. Genau, das Joskin mit Lenkachse und Schleppschlauch ist top. Das mit dem Mescher sieht sehr leer aus. Mesche? Achso. Mit Schleppschlauch, ja, wir haben jetzt. Welches haben wir? Wir haben das normale, ne? Oder? Was? Wir haben ohne Schleppschlauch. Genau, wir haben das normale Joskin, ne?
Genau, das hier. Den Mod haben wir. Ja. Modul 2, Modulo 2. Den können wir auch als Überlade, als Zubringer. Güllebomber nutzen. Michi, schön, dass du da bist. Nils? Nee. So, habt ihr jetzt schon mal 11.000 bekommen? Perfekt. SB-Driver, Liebe, was ist los? Das ist aber auch schnell gedüngt hier, ne? Ja, der hat jedenfalls nochmal eine ordentliche Arbeitsbreite, ne? Ja. Ich soll mal mit Chris wechseln. Timmy, ja, bei uns ist auch Blitzeis. Bei uns ist auch super glatt. Ja, bei auch. Bei uns aber auch. Okay, LPG. Ah. CMMG. Nicht, dass du Zigarette einfrierst. Dann lade ich gleich noch einmal auf und dann kannst du erstmal Gülle fahren. Dann hole ich was ab. Ja, ja. Okay? Ja, ja, machen wir. Aber Dingens meinte doch letztens, dass es den Mod irgendwie schon wieder irgendwo gab, ne? Mit dem Gülle-Misskalk. Das weiß ich nicht. Wenn ich irgendwo gesehen hätte. Wenn, dann wirst du Cebuplay das. Ja, Cebuplay. Cebuplay. Bauer Power kann er trotzdem joinen, zur Not kann er ja schreiben. Ja, ist Bauer Power gar nicht da? Nein. Ja. Volvo Egg 210 BLC, vielen Dank fürs Follow und herzlich willkommen. So, hört man mich jetzt wieder? Ja, jetzt bist du wieder da. Oh Mann, das war wieder ein Ab. Was hast du denn da? Hä? Was war denn los? Ach, mein Bruder meinte nebenan auf seiner Xbox, die er sich ja heute geholt hat, ja, irgendwas raufzuladen. Das frisst irgendwie so derbe Internet. Eieiei. Oh. Darkstyler, guten Abend. Mahlzeit. Captain Sharky. 2 Feuerwehreinsätze, Timmy, okay. Ja, oh. Kommst du wieder rein, oder was? Okay. Ja, ich mach mich gerade auf den Weg. So, Kollege, ich bin fertig. Darkstyle, moinsens. Gut, dann kaufe ich dir... Ja, soll ich die Sämaschine? Ja, nee, ich mach das schon. Oder ein Grubber, ja, gut, dann machst du das. Jetzt mach mal leiser. Moin, LS Jonathan. Nee, jetzt mach mal leiser. Nee, bei mir ein bisschen normal. Dann join ich mal. Mach das. Jo. Dann zieh mal ab den Kram. Mach ich. Ja. DJ Marco, guten Abend. Bis wann macht ihr? Bin ein Channel über euch. LPG Greifswald. Es wird noch ein bisschen dauern, denke ich mal. Ein Channel über euch? Yo, in Bewerbung. Der Moppel ist in dem Bewerbungs-Channel. So, dazu, glaube ich, nicht im Fenster drin zum Auftanken. Doch, warum hab ich nicht? Ich muss den Zwecker anmachen. Jetzt. So, Kevin, wie wollen wir jetzt erstmal? Hendrik, ich denke mal, das kannst du dir selbst beantworten, was für uns die beste Mod-Seite ist. Sarah, vielen Dank fürs Follow. Also für uns ist wirklich top einmal lspitstop.com und sonst halt die Gängen, ne? Mod-Hoster und LS-Portal und so weiter. Also die ganz normalen. Was wollen wir denn überhaupt sehen? Soll ich mal auf meinen Zettel gucken? Ja, dann guck doch jetzt endlich mal auf den Zettel. Ja, ehrlich, ey. Oh, wo bin ich denn drinnen? Guten Tag, Sarah. Der wackelt aber ordentlich, ja, Dewlord. Der hat da einfach zu wenig Power. So, was hatten wir? Weizen hatten wir da, ne? Nach Weizen... Nach Weizen kommt Gerste.
Hast du gehört? Hm. Ich habe einen halben Meter Schnee. Uiuiui, das ist aber ordentlich. Ja, das war uns schon weg. Es hat diesen Trainer-Sound ausgeschaltet. Timmy, geil. Der Bauer Power ist. Bauer Power ist. Ein Urgestein. Hm. In jedem Stream immer zu sehen. Habt ihr auch meiner? Was meinst du mit meiner Malung? Hab ich auch meiner. Meiner geil. Ach so. Warum das denn ja, nicht, Timmy? Ja, alles gut, Luca. Bauer-Power hilft uns jetzt. Immer so, ja, oh. Der Bauer-Power ist überall zu sehen. Der Junge ist überall zu sehen. Ja, und der kleine Bruder, der darf keine Xbox spielen. Nee, das soll er das machen, wenn ich hier gerade mal nichts mache hier. Hab ich auch erstmal abgeschaltet, das Internet. Also für ihn. Kommt er nicht mehr rein, ne? Hoffe ich. So einer bist du halt so. Nee. Ja, ja. Der arme Junge. Das ist mir egal, der soll ins Bett gehen. Oh, sag mal. Haben wir auch echt schwer in Gang, Kisse. Ja, was ist nun hier? Ich fahre hier schon seit 6 Stunden. Ja, Chris wollte sich darum kümmern. Ja, warte, ich fahr mal kurz auf den Hof und dann. Oh bin ja. Da und dann. Du kannst ja schon mal mein Gehalt mitbringen, ne? Was? Ja, sicher, 20 Euro die Stunde, ihr habt doch zugestimmt. Letztes Mal hast du 15 gesagt und danach 10. Nee. Vorhin habe ich 20 gesagt, der Schätzer hat es mitbekommen. Ah ja, jetzt Timmy, ja, das stimmt. Genau, wofür hat man denn Brüder? Um sie den ganzen Tag zu ärgern. Na. Na klar. So, und zwar, Kevin, kannst du dir nämlich diese schönen so, und dann kannst du nämlich mal bei der Raiffeisen ein bisschen Gerste verticken. Oh ja. Haben wir Kipper? Da haben wir 74.000, das liegt ja nicht wirklich was, ne? 21.000. Das ist ja nicht viel. Nee, das lohnt sich gar nicht. Das lohnt sich nicht. Old Streams Map soll GMK haben, okay, Polo? Finde ich sowas wie ein Taschenrechner auf so ein iPhone-Ding da? Ja, klar. Einmal von unten nach oben ziehen. Auf dem Homebildschirm. Ah, danke dir. Ja, Matze kennt sich aus. Es gibt 24.000 Euro, wenn wir das verkaufen. Das ist nicht so gut. Bei der Getreide AG gibt es 30 Euro mehr die Tonne. Ja, alles nichts, ne? Ja, ist halt, ne? Ja, wenn wir nie Felder dazu kaufen können. Oder soll ich im Forst ein paar Bäume fällen und die kleinen Schnibbel nun auf den Länger hauen? Nein. Das, ne? Was? Das wäre wieder für Kevin jetzt das Schönste. Ja, sicher. So, pass auf. Wir brauchen eine Sämaschine. Wir müssen ein bisschen Kohle aufnehmen, Matze. Geht nicht. Ja, wenn wir uns nicht ändern können, dann müssen wir es machen, ne? Gut, dann mucke ich das mal. Ja, das passt, Lehrer. Der ist wirklich schön. Mr. No Name, schön, dass du wieder da bist. So, Kevin, einmal eine Sämaschine für dich. Hast du die jetzt gekauft oder gemietet? Hast du
gekauft. Ich hab nichts mehr gemietet. Gut. Mussten ja auch deine komischen Kiste da mieten. Darkstyler, den bekommst du vom Modder. Was hast du denn hier noch alles gekauft? Wo sind die Saatgutpaletten? Ja, genau, Michi. Au, wir bohren jetzt schon wieder. Um 8:30 auf dem Samstag, das ist aber jetzt echt ein bisschen frech. Sag mal, haben die den Arsch auf, kriegst du mal hoch, mach mal ein bisschen Randale. Unter uns. Oder unter dir. Nein, wir sind jetzt eingezogen. Ja. Ja egal. Direkt mal zeigen, wo der Hammer hängt. Geht wahrscheinlich mal, gleich schon der andere Alter. Nachbar hin. Alter, der hat doch wirklich einen Arsch auf. Den will ich paar vom Kopf hauen. Diesen Piepmatzer, hey, das gibt es doch ja nicht. Chris, ich bräuchte nochmal eine Ladung. Ja, ich bin schon unterwegs. Ja, bis 22 Uhr ist es erlaubt, das stimmt. Weil ich meine, irgendwo, ne, ich würde jetzt auch nicht mehr bohren um die Uhrzeit. Ne. Auf den Hof haben wir Saatgut, oder? Ja, den Anhänger und dann müssen wir gleich mit dem Frontlader mal den Anhänger da beladen, weißt du? Jo. Hast du den Überladewagen gekauft? Hm. So, ich bin am Hof. Wackelt der denn so? Müssen wir gleich noch mal ein bisschen Stroh einstreuen. Warum wackelt der denn die ganze Zeit so, auch wenn man gar nichts macht? Der Schlepper. Ah! Linebooster, vielen Dank fürs Follow. Das ist ja komisch. Wenn ich den als ausmache auch? Aussteig? Ja. Ja, aber wenn ich bohre, das hört sich ein bisschen anders an, weil ich habe ein bisschen einen heftigeren Schlag drauf. Dann fliegt die Bude hier auseinander. Wird direkt von größere Maschine. Direkt von oben nach unten durch die Decke bohren. War ich denn 270er Bohrer. Und er gibt Gas. Chris? Wir haben nur noch Dünger auf dem Hof, ne? Ja, weiß ich. Warte. Crazy Master, vielen Dank fürs Follow. Bei Gras, doch, Crasser Master, vielen Dank. So, ich bin voll. Ich denke mal, damit müsste ich hinkommen für den Rest. Kann ich wieder abziehen, oder? Ja, ich denke mal schon. Hast du oben die Ecke auch schon gemacht? Welche Ecke? Ja, ja, die habe ich fertig. Ja. Jetzt eigentlich nur hier die lange Bahn. Harald, moin sind's. Moin, Harald. Matze, du sollst mal an- und abkoppeln, ob das denn vorbei ist. Ja, muss ich ja gleich machen, jetzt wieder, wenn ich stehe. Wir haben aber schon wieder den Fehler mit der Lok. Diesen. Wovon kommt das denn? Hast du mal gespeichert? Ja, ich gehe mal kurz auf den Server und guck mal, was die Lok da wirklich sagt. Im LS15er, die wir gezockt haben, welche meinst du? Die nördliche Gegend, Mr. No Name? Aber die sagt eigentlich alles cool. Betonbunker, doch, das werde ich mir aber nochmal angucken, wenn es soweit ist. Also.
So, da bin ich wieder. Du Chris, ich hatte das vorhin nicht so mitbekommen. Sollte ich mit den Anhänger irgendwo hinkommen? Harald, ich glaube, okay. Das ist die bessere. Oder ja, entscheiden. Also DSDS oder so ein Quatsch würde ich mir auch angucken. Der Case 1455, ja, privat? Nee. Oder? Nö, ne? Nö. Okay, Betonbunker. Also die kann man alle runterladen, müsst ihr nur nehmen. Die südliche Gegendmap, die kann man bei lspitstop.com runterladen, die wir da hatten, unsere Version. Ja, und die nördliche Gegend kann man auch frei bekommen. Was kann man runterladen? Nördliche Gegend kann man da nicht runterladen. Ne, nicht da. Ich meinte, die kann man auch runterladen. Ja, die kannst du bei den verspielten Jungs runterladen auf genau. Facebook. Du kriegst ja nur die südliche Thüringen, aber nicht die. Ne? Nicht ja, die, genau. Die wir, nicht unsere veränderte. Doch, die bekommst du auch bei. Nicht Pizza. Nördliche Gegend. Achso, nee, nicht die nördliche Gegend? Nee, nee, die nicht. Die Südthüringen nur. Genau, nur die Südthüringen. Nils, wie läuft's? Ja, bin gleich fertig hier. Ah, cool. Kann ich den Scheiß auch eigentlich wieder rüberpumpen hier? Im wahrsten Sinne des Wortes? Bin ich vielleicht auf Taste R? Nee, kann ich nicht. Ja, der muss der Mist halt da drin bleiben. Okay, Harald, da gibt's doch schon eine Version von der Südthüringen für LS17. Nein, die gibt es auf Mottos da. Funktioniert die nicht so wirklich, oder was? Ne, so viel ich weiß, macht die noch einige Fehler. Nun, Unternehmen GZ. Hallo. Naden. Moinsens. Ja, ich meine, unsere, die wir damals hatten, war ja auch nicht so, ne? Der Wahnsinn. Jo, Fanfahrer, schön, dass du auch wieder da bist. Ah, okay, Harald, ja. Da muss man sich leider wieder selber zurechnen. Ah, okay. Das ist natürlich mies. Mikey, moin. Das Ding hier rückwärts einzuparken ist ja die Hölle, ne? Wo steht's denn da? Ach, da. Kannst du auch etwas querstellen oder willst du das hier genau an der Seite haben? Gishi, guten Abend. Rennfahrer, bisher haben wir gepflügt. Mit Gülle sind wir jetzt auch durch. Der Bauer Power ist mit der Scheibenecke dran, da wo wir vorhin gepflügt haben. Ja, und jetzt wäre eigentlich Säen dran. Und noch einmal grubbern müssten wir auf dem Feld 1. Der schiebt ihn also rückwärts ran. Florian, danke fürs Follow. Nein, Chris, das wird nichts. Ja, mach ich mal. LSV Driver, Liebe. So. Das ist immer noch. Kann doch wohl nicht angehen. Was ist los, Chris? Kannst du da irgendwie hinten? Den Anderburger kannst du nicht richtig. Lenkt der denn mit rückwärts hinten? Der schiebt hinten über die Achsen so gerade hinweg. Okay, beladen. Hast du den noch halb voll, wa? Jo, Chris, du bist doch top.
Ihr braucht jetzt den Johnny hier, ne? Na. Kevin, kannst du den mal fahren? Wohin denn? Weiß ich nicht. Jonas, Leon, vielen Dank fürs Follow. Alles bestens, Jonas. Und selber? So. Okay, dann mal gucken, wie sieht das jetzt aus? Jetzt brauche ich gleich den John Deere. Ja, ich bin sofort da. Haben wir zwei Güllefässer, ne? Den Case hatte ich hier mit der Seemaschine an die Seite gestellt, ne? Im das Güllefass. LS-Fahrer, guten Abend. Brauchen wir eigentlich dieses Einachsfass von Fuchs noch, vom Fliegel? Das ist unsere eigene Map. Einfach mal Ausrufezeichen Map eingeben. Wochenlang habe ich wieder Straßennetz gebraucht. Weil ich da noch keine Erfahrung für hatte, aber das war gar nicht so einfach, weil wir haben hier keine scharfen Kanten drin, wir haben wirklich mit Steigungen und so geguckt, also das war schon ordentlich was. So, jetzt haben wir 3 gedüngte Felder. 11 ist Düngestufe 1. Feld 29 ist teilweise schon Düngestufe 2 bis 3, wie ich das sehe. Oh. Kevin, wolltest du jetzt Getreide verkaufen oder was? Weiß ich nicht. Nee, Getreide verkaufen lohnt sich nicht. Okay. Aber Kevin. Also, es lohnt sich auf schwer eh nicht. Also, Kevin, würdest du die Sämaschine hier mal wegnehmen? Ja. Wollten wir jetzt hier das Saatgut hinstellen, sonst stelle ich jetzt den Dingens da rein, rückwärts. Da kommt kein, so ein Güllefass kommt nicht unter Dach. Das stellen wir hier hinten hin. Kannst du hier hinter den, neben den Annaburger stellen oder so. Und der Maike, ja, der Hof, da wird aber noch ein bisschen was dran gemacht. German Monster, moin moin. Ah, da gibt's auch ein Mod-Güllefass. Okay, Best View Drivers, mal gucken. Nee, kann man noch nicht. Moin, der Mikey. Achso, Mikey, Best Wheel Drivers. Ich glaube, du bekommst eh immer den gleichen Preis auf Schwer oder Hardcore, ne? Fürs Getreide. Nee. Ja, es wechselt schon ein bisschen. Ja? Ja, deswegen habe ich. So, hier haben wir eine Palettengabel. Dann, Kevin, kannst du schon mal. Oh, der hat aber einen ordentlichen Wendekreis, der Johnny. Ja, ich hole ihn. Wo soll ich dann hinfahren? Wollen wir nachher mit dem IHC auch sehen? Können wir machen. Wird ja am meisten Leistung, ne? Hä? Warum füllt er denn hier automatisch Wasser auf? Wenn ich hier stehe mit dem Fass. Ich hab gar nichts gedrückt und er hat automatisch Wasser aufgefüllt. Na, irgendwas musst du ja gedrückt haben. Nee, wirklich nicht. Ich hab ja auf dem Lenkrad nichts, was ich drücken kann, damit der Wasser auffüllt. Oh, oh, oh. Ah, jetzt ist er. Arrows 0, vielen Dank fürs Follow. Chris hier, der Johnny. Du wolltest Frontlader, ne? Mhm. Manuel, moin. Machst du das denn mit Big Packs oder hast du schon irgendwo was verbaut wegen Saatgut? Technisch. Nee, nee. Okay, dann stelle ich mich mal hier an der Seite. Wo haben wir denn den Frontlader stehen? Eine gute Frage, wo hast du denn hier hingestellt? Ach, da hinten. Ja, du hast jetzt den IAC mit dem Saatding gut, ne? Bauer Power ist gleich fertig. Mhm. Dann könntest du danach auf Feld 1 rubbern, ja? Ja, fahr ich hin. Chris, du fährst jetzt mit was? IHC und den Überladewagen hast du schon im Hof stehen. Auffüllen. Den Überladewagen hab ich hinterm MB-Truck. Ach so, dann schnell, ja, dann setze ich mich schon mal in den MB-Truck. Ja, am besten stellst du ihn an, du hast ja hier wieder Dingens aus. Guten Abend, ich bin YouTuber. Und Kevin, du kannst dann eigentlich schon mit der Sämaschine zu Feld. Ja, ich brauch Saatgut. Ja, ich bring dir das ja da mit dem Überladewagen. Chris und ich machen den eben voll. Na, was für ein Kevin Feld denn?
Ja, nicht erst losfahren, sondern erst fragen, Kevin. Eigentlich... Brauchst du... Ja, Feld 29. Genau, Feld 29. Feld 29 oder 11. Eins von beiden. Wow, Alter, wie breit... Das sehe ich ja jetzt erst. Ja, du hast natürlich Breitbereifung. Kannst Kevin, fahr ein bisschen mit dich, ne? Kannst du einen von beiden aussuchen, einen von beiden Feldern. Da müsste dann Gerste drauf, Kevin, ja? Jo. Hast du schon Saatgut gekauft? Ne, ich kaufe jetzt. Yoshi, moin. Wie viel soll ich denn kaufen? Wie viel hat denn der Anhänger? Maximales Ladevolumen? Ich guck mal eben. Garage. Er hat... 8000. Was ist so ein Sack? 1000. Warte. Saatgut hat 1000. Dann kaufe ich 8 Stück. Ey, oh. Dann haben wir jetzt 2, 4, 6, 2 noch. Ich muss unbedingt die Saatgutproduktion hereinbauen. Ist denn das Feld 29 6. schon gegrubbert? Guck mal, gebeizt ist. Sehr cool. Dass das so cool funktioniert. Dass sie das direkt mit eingebaut haben, das finde ich nice. Hier ist das G27. Mein Auna-Mikrofon ist bloß so. Ist das so laut? Der Überladewagen, der ist von LS-Portal, glaube ich. Habe ich den. Ja. Gefunden. Aber ich glaube, den gibt es auch auf Motors. Ja. Hast du da, kann man hinten die Überladeschnecke eigentlich wegmachen? Gucke ich mal eben. Rohr ausfahren. Oh, guck mal. Da geht der Kornschieber hinten auf und zu. Das geht über O. N, plane schließen. Ankippen kannst du den auch anschreiben mit der Maus. Ah ne, das geht über N. Ah, mit der Maus, ja. Der hat Maus-Control. Guck. Aber das, den Kornschieber kann ich über O aufmachen oder zu. Und dann... Ja, aber du kannst den nicht... Nee, ich kann nicht die Schnecke abbauen. Das ist ein reiner Überladewagen dann. Ich muss optimieren. Ja, okay, schön, dass du da warst. Jo. Oh, nicht sehr gut. Lohnunternehmen GZ. Alles klar, Creepy Craft. Schön, dass du wieder da bist. 10 MG, bisher nicht viel. Wir haben jetzt zu Ende gegült. Jetzt sind wir gerade hier den Überladewagen voller machen mit Saatgut. Danach werde ich die Tiere nochmal mit Stroh einstreuen. Ja. Claudio, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Oh, den habe ich ein bisschen schief aufgemacht. CMG weiß ich nicht, warum. Gut. Dann fahre ich mal zu Kevin. Ja, das finde ich gut. Den Hänger. Unser Bauer Power. Bin jetzt auf der... Oh,
Ist auch ein fleißiger Junge da. Naja. Also, im Lohnunternehmen bei uns funktionieren die Joysticks ohne Probleme. Also irgendwie sitzen hier zu viele Mähwerke rum. Wir sollten eigentlich die ganzen Frontladerwerkzeuge hin. Dafür war die. Müssen wir nochmal ein paar Mähwerke hier woanders hinpacken. Hatten wir jetzt eigentlich eine Schaufel für den Frontlader, Mist und Silage und sowas? Ne, wir hatten auch damals noch nicht das Tschech. Ja, und dann nehme ich das einmal, ne? Ja. Ja, Lohnunternehmen, was willst du machen, ne? Das ist mies. Ja, erstmal würde ich hier die Sachen, Tiere versorgen und dann wird hier mal ein bisschen aufgeräumt. Hatte ja schon seinen Sinn, wie ich manche Gebäude platziert habe. Weil hier bei den Unterstand, da sollen nachher mal so die ganzen Frontladergeschichten hin. Brauchen wir erstmal Stroh. Ja klar, ist ja auch Schnee, so ein Unternehmen. Kevin, ich bin da. Kevin, aber. Oh, ja, okay, mal zurück. Fährst du rückwärts ran? Ja, was? Oh, wie stellst du den denn da hin? Ja, am besten fährst du rückwärts da dran, Kevin. Nicht so. Meinst du? Ja, ja, klar. Nicht von der Seite. Guten Abend, Bobble. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wenn der mit der Plane auf ist, was dann passiert. Wird dann was verliert? Nee, guck. Ah doch. Ah doch, geht raus, wenn die Plane drauf ist. Sehr schön. Kipp dir mal ein bisschen weiter an. Ja, das andere war ja eine 17. 15. Ja, 15, ja. Gut, Kevin, soll ich den hier so stehen lassen? Ja, bitte. Ja, aber. Ich lasse aber nur den Hänger hier, ne? Ja. Wie viel passt denn da rein bei dir? Weiß ich nicht. Ich bin erst bei 80%. Ich glaube 3000. Ja, das ist ordentlich. Also hier gibt es ja auch noch ein Problem. Ja, 3100. Ja, ich lasse den mal hier stehen, den Hänger, ja? Ich stell den nur auf die Straße. Jo. Dann fahr mal weg. Klappe zu. Alles klar, Johannes. Was gibt's denn für ein Problem, Chris? Ah, der Schaufel-Catcher-Ding da, der ist noch nicht ganz richtig. Ich stell dir den hier auf dem Feldweg, Kevin, ne? Ja. Den kannst du da immer aufladen. Also, mäßig. So, was soll man hier Schönes sehen? Gerste, ne? Ja. Gut. Ich komm den später holen, wenn du fertig bist, ne? Ja. Vielleicht brauchst du auch gar nichts mehr, aber ich lasse den hier mal vorsichtshalber hier stehen. Ja. Der Manager, achso ja, Darksider. Das könnte natürlich auch sein für den Joystick, ne? So, dann wollen wir mal den Misthaufen noch mal ein bisschen verteilen. Der ist mir zu hoch aufgetürmt.
Ach, hat sie gesehen? Ich hatte auch einen Hänger, ne? So einen Muldenkipper. Mhm. Hast du ihn gesehen? Mhm. Diesen französischen. Genau, wie Multitwitch geht, Jan. Einfach unten unterm Stream auf den Button Multitwitch klicken. Dann hast du beide Ansichten. Best Weedrivers, die ganzen Standardfruchtsorten gibt's hier. Also da muss ich mir noch was einfallen lassen. Das ist alles noch nicht so. LS-Fahrrad, das können wir nicht sagen. Das muss Giants entscheiden, ne? Wie für die PlayStation rauskommt. Danke, danke. So. Wie lange wir noch machen, Chaosfreak? Müssen wir mal gucken. Das weiß ich noch nicht hundertprozentig. Ich stell mal hier die ganzen Mähwerke und alles in die Halle, ne? Jo. Ja, Chris ist gerade konzentriert. Ja, ich habe den. Ja, ist ja nicht schön. Den Dings ein bisschen gemacht. Misthaufen. Ein bisschen verteilt. Ja. Du kannst halt ja auch woanders umschichten, also woanders hingehen. Ja, aber man muss den ab und zu mal ein bisschen kleiner machen. Ja. Also, der türmt sich immer mittig auf. Und das muss man dann ein bisschen kleiner machen. Chris, ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist. Der Mist guckt noch hinten raus, ne? Ja, das ist auch nicht ganz so einfach bei der Geschichte. So. Einstellig hier hin, Matze, ne? Müssen die ja nicht nebeneinander stehen haben. Nö. Ja, wir können das auch hier in die Halle stellen. Was? Ich habe jetzt eins da angestellt. Danke, Lohnunternehmen. Danke, danke, LS-Fahrer. Ja, LS-Fahrer, wie gesagt, ne? Das ist Giants Entscheidung, ob die auf die PlayStation kommt oder nicht. Wir haben wenigstens zu entscheiden dran. Der Todestag oder der Tod des Tages. wo wir die Ballengabel aus dem letzten Stream her haben, Chris. Eigenbau-Ballengabel? Auch irgendwo. Google. Ich weiß es nicht. Ich merke mir das echt nicht, so leid es mir tut. Weil, ich finde den Mod und lade mir den und dann ist das, ja. Fan, schönen guten Abend. Wie gesagt, mit der Map, da kann Chris nur was zu sagen. Was ist denn mit der Map? Und wird wieder gefragt, wie weit? Gib mir noch 3 Wochen. Ohne dich. Oh. Ja, nee. Da lacht wieder einer. Weil ich werde immer angeschüttelt, ne? Das war wieder klar. Moin, Cornflakes Cracker. So, ich habe meine Arbeit erledigt. Aber den Frontlader hat er noch hochgedessen, also. Ach, du hast zugeguckt? Naja. Ja, der ist voraus. Sollen wir machen, ne? Das entscheidet Giants ganz alleine. Ihr könnt ja da so ein, wie sagt man, so eine Abstimmung? So eine Bewertung. Nee, oder so eine Stimmzählung machen. Ob die Map für die PlayStation rauskommen soll oder nicht. Und ein Schiff. Genau, könntest du
bei Giants dann einreichen. Wenn die das nicht machen. Na, du bist ja echt fix. Aber 6 Meter schaffen auch was, wa? Ja. Was ist das eigentlich für ein MB-Truck? Ein 1300er? Oder ist das, hast du den getauscht? Schnell, ne? 1300er Turbo. Ja, ich würde sagen, wir sind hier. Der nächste, den wir uns kaufen, wird der 930 Vario. Mit 260, 300 PS. Der 116. Boah, geil ist der. Dominik, 1918. Ihr seid die Besten. Macht also, weiter so. Fan aufgestellt, ne? Dominik, 1918. Ja. Vielen Dank fürs Trinkgeld. Er schreibt, ihr seid die Besten, macht weiter so. Oh, Dominik. Danke. Du hast doch letztes Mal schon Trinkgeld gegeben. Aber vielen Dank, Dominik. Echt mega. Das ist doch mal eine Idee. Genau, LS-Fahrer. Ja, was macht man jetzt? Wir haben das erledigt. Die Kühe hast du gemacht, ne? Ach so, wir müssen ja mal sauber machen, den Gang. Ja, ich brauche einen Frontlader. Ah. Du hast doch einen Frontlader. Haben wir eigentlich noch Schafe? Ja, die könnte es genau. Die Wolle könnte auch mal verkauft werden. Ja, ist da überhaupt Wolle? Ja, soll ich mal mit dem Absetztrailer dahin und du kommst gleich mit dem Frontlader? Ja. Kannst du ja mal verkaufen. Ja, Mr. Dauerzocker, moin moin. Gucken, mich, ob wir das mit dem Kram Dominik, machen. Wie gesagt. Sie wird so schnell wie möglich kommen, aber wie gesagt, noch vielen Dank für den Support. Ah, Mann. Aber wir freuen uns auch drauf, sie euch dann endlich dann zur Verfügung stellen zu können. Und zu sehen, wie da drauf gezockt wird. Payback LP, moinsen. So, ich düse schon mal los. Klappt das, Kevin? Jojo. Läuft einwandfrei. Machst du das auch gut? Ja, selbstverständlich. Willst du gucken, Kor? Soll ich mal aufsteigen? Nee, okay. Zwicky, müssen wir mal gucken. Sneakit, moin moin. Lolli, moin. Wie gesagt, wir sind ja gleich soweit. Ja. Ruhig. Online, theoretisch müsste ich das Zeug ja jetzt im Futtertrog schütten können, ne? Ja. Oh, hier bei den Schafen sieht's auch nicht besser aus. Ja, und irgendwie kann ich das nicht schütten. Okay. Wo kann ich den Scheiß denn nachher abkippen? Normalerweise kannst du es zurück in den Futtertrog schütten. Habe ich denn noch einen Trigger nicht verbaut? Ach, musst du vielleicht diesen Frontlader-Trigger verbauen? Nee. Ich glaube, ich habe da was mit Trigger verwechselt. Gut, ich warte hier mal bei den Schafen. Das haben wir. So. Jan, schönen guten Abend. Geht nicht? Ja. Ja. Sneakel 3, vielen Dank fürs Follow. Dann kippst du doch hier in so ein. Ja, wir sammeln das dann. Genau. Und geben das nachher im Futtertrog. Genau, in so einen Bereich hier rein. Oh, jetzt bin ich auf die falsche Taste gekommen. Hast du jetzt das falsche gesät? Nee, ich hab aus Versehen den Elfang gemacht.
Was ist das denn? Achso, nee, warte, warte. Das sieht man nicht. Brauchen wir jetzt die Palettengabel, wa? Ja, komm. Also, ich sag mal, anderthalb Paletten sind hier. Okay, das mit den. Oh, die Schafe brauchen, glaube ich, aber auch wieder was. Man ist gar nicht mehr drum gekümmert. Eigentlich können wir die Schafe auch verkaufen, oder? Ja. Wobei, mal gucken, was das bringt, ne, an Kohle. Ja, gucken wir jetzt mal, sonst verkaufen wir die Schafe. 2,5 Stunden der Stream, ja. Wie, von uns gar nicht gewöhnt? Normal, unsere ersten waren 3-4 Stunden immer, ne? Genau. Aber jetzt haben wir auch wieder so langsam mehr zu tun, als wir am Anfang, ne? Mhm. Deswegen. Siehst du ja jetzt immer verschiedene Sachen. Ja, und das ist halt das Schöne daran, ne? Also wenn wir jetzt flügen. Wenn der Silo weg ist, ne? Wir können nachher mal, wenn die Silage fertig ist, ne? Von dem kleinen Silo, können wir das mal alles wegfahren. Achso, wo fahre ich denn jetzt längs? Naja. Ah. Weil jetzt können wir ja den neuen Schieren-Silo dahin bauen. Ja. Weißt du, das habe ich ja gemacht. Hier hinten in der Halle müssten wir. Ah, da, gut, da liegt auch noch Gras hier hinten in der Halle. Ja. Stimmt. Ach, hier ist doch nicht. Hier ist doch die Schaufel. Hier haben wir doch eine Stolzschaufel. Ja? Ja, damit kannst du gleich bei den Schafen ja auch noch das Zeug wegnehmen. Die habe ich ja hier in die Halle gestellt. Weiß nicht, aber morgen wahrscheinlich nicht. Nee, ich denke mal morgen ich weniger. Ich bin aber, muss aber auch gleich wegkommen. Meine Frau möchte auch noch was von mir haben. Ja, ich denke mal, allzu lange wird es dann auch nicht mehr heute. Alles klar, Zemingi. Schön, dass du da warst, ne? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Großer. Na? Oh, damit ist ein Problem. Warning. Physics, Static, Actor, Move it. Objects, Palettes, Wool Palettes, i3D. Damit haben wir ein Problem. Den Wool Paletten. Verkaufen wir die Schafe. Eieiei, ich bin ganz schön durch die Gegend am. Die armen Tierchen. CMG, alles klar. Ja, ich glaube, der lebt noch, der Bauer Power. Nee. Nee? Nee. Bin schon tot vom Träger gefahren. Klar, verstehen wir uns. Lohnunternehmen geht's halt. Bei Wollpaletten den Haken bei Richbody rausmachen, dann läuft's. Okay. Oh, der Josef hier. Das ist hier der Fachmann. Ja, aber ich hab die. Dann müsste ich das ja in meinem Spiel machen. Weil die Wollpaletten werden ja aus dem Spiel geladen. Ich glaube, das meinte er auch nicht wirklich ernst. Josef, wie geht es dir denn überhaupt? Weil dann hast du ja auch gar kein Dingens mehr. Dann müsste jeder ja das Spiel haben. Und dann könnte ich sie auch nicht mehr bewegen. Da ist ein Bauer Power. Fährst du mit zum Dingens? Nö, brauche ich doch nicht. Ja, du musst ja noch da abladen. Ne, dann fahr ich hier mit dem John Deere. Wir kommen zum Hof und fahren mit dem John Deere. Wir brauchen ja nicht mit zwei Trägern dahin. Das hat sowieso nichts zu tun, oder? Das weißt du doch nicht. Komm doch flott. Ich kann nicht flott. Ja, soll ich mitfahren? Dann kann er hier weiter sehen. Hahaha.
Aber mehlig fühlt sich unser Hof, ne? Ja. Tobi schreibt was. SK, weil Feld 27, war ja klar, dass er gleich wieder Feld 27 kommt, ne? Feld 27 besuchen. Ja, yep, habe ich gesehen. Danke. Mr. No Name, wir haben das Spiel gesponsert bekommen. Und einmal haben wir uns selbst noch die jeweils die Collector's Edition gekauft. Das muss ich mir gleich mal aufschreiben, Feld 27. Harald, auf welche Frage? Ah, okay, erst einmal, kein Problem. Der ist auch bombig. Der Joystick. Was war das denn? Guck auf. Das hat sich ja vielleicht angehört. Kann man das Quadrat drehen, wenn ich zum Beispiel Wege anlege, damit ich weiß... Nee, kannst du nicht, Harald. Das Quadrat bleibt immer, da musst du immer den Kreis nehmen. Das geht nicht anders. Genauso, wenn ihr die Dirt Area anlegen wollt, wo ihr es... Bei uns zum Beispiel, das müsst ihr immer am Raster von der Map ausgerichtet haben. So, dann müssen wir jetzt hier mal gucken, dass wir in den Verkaufsträger gekommen. Moin, moin, Mausbier. Wow, moin. Collector's Edition, Mr. No Name bringt einem dran gar nichts. Und? Matze, funktioniert? Ich muss erstmal den Trigger. Ich glaube, die, läuft doch. Glaub, die muss ich absetzen, die Paletten. Nee, ach nee, nee, geht. Ah, stimmt. Alter, das gibt ja richtig Kohle. Die gehen ja nach und nach weg. Wie viel Kohle habt ihr jetzt bekommen? So, jetzt ist alles weg. Hier ist aber auch eine Pflasterwiese, da. Ja, Zwicky, das ist mir auch schon aufgefallen. Bei IAC West, das stimmt. Hast du ja schick gemacht hier, Matze. Ja. Und da knüppelt er wieder weg. Wie viel Kohle hatten jetzt hier die Wolle eingebracht? Ich glaube von 24, 15.000 oder so. Boah. Da haben wir schon lange, aber lange drauf gewartet, ne? Ja, gut, aber wir haben ja auch nicht so viele Schafe. Hier ist das auch gar nichts mehr bei den Schafen drin. Verkaufte Wolle 11.000. Nö. Verkaufte Milch 13.000. Also Kosten Kraftstoff, Kosten Saatgut 7.200. Also momentan machen wir ein bisschen Minus, Jungs. Zwicky, doch, doch, das werde ich auch noch ändern. Aber bisher immer vergessen. So. Wie sieht denn das Qualitieren aus? Schafe wolltest du verkaufen, ne? Ja, Hause weg. Ab zum Schlachter. Kommt her, ihr Schäflein. An den örtlichen Döner. Ja, das sind wirklich Kohle. Wie viel haben wir denn? 5 Stück. Wieso gibt's da für eine Gebühr? Zack, da sind sie weg. Big Don, vielen Dank fürs Follow. Haben wir jetzt 50 Tiere, ne? Ja. Wie sieht's denn aus bei denen?
Die sind noch top versorgt, mein Freund. Zwicky, Goldnuggets werden wir nicht verstecken. Nee, da wird's was anderes für die. Wie weit bist du, Kevin? Ja, über die Hälfte habe ich jetzt geschafft. Du hast das Wachstum ausgestellt. Wieso? Ja, wenn wir jetzt Feierabend machen. Ich hab's jetzt an. Auf langsam, ne? Oder auf normal? Ne, mach aus. So? Sonst wächst doch die Hälfte von dem Feld dann. Wieso braucht Kevin denn so lange mit 6 Meter? Ja. Ja, ich gebe dir schon Vollgas. Genau, Lohnunternehmen geht's jetzt. Ich guck mal das mal an, was der da macht. Jetzt ist mein Spiel geschlossen, toll. Ja, genau. Naja, ja, ich würde sagen, war das mit deinem Trecker, der hier noch an auf dem Hof rumsteht? Alter, Kevin kriegt nie wieder eine Maschine von uns in die Hand. Was? Ungehund, schönen guten Abend. Was ist das denn? Moinsens. Ach guck mal, Bauer Power kommt auch. Bist du fertig? Mhm. Ah, sehr gut. Ja, das ist auch gut. Chris, das musst du mir jetzt erstmal erklären. Das ist ja hier wohl 1A. Hälfte vom Feldrand nicht mitgenommen. Da ist ein Fleck. Hier. Ach, ein Fleck. Da links, shit, den habe ich vergessen. Hier, nee, hier, auch hier alles nicht richtig am Feldrand dran. Nee. Ich bin ja nur nicht mal fertig mit dem Vorgewände. Kollege. Naja. Mach mal hier keinen Stress. Mal. Ja, ich speichere. Ja, dann speicher du. Achso, wolltest du speichern? Ja, ich sag mal. Moin Moin, Paula! habt ihr das Pflanzenwachstum ausgeschaltet? Ja, mach ich gleich. Ja, ich sag mal, für heute ist erstmal Feierabend. Schön, dass ihr wieder so zahlreich da wart, nach langer Zeit, oder wieder so viele Leute da waren. Und vielen Dank für die ganzen Subscriber, für das Trinkgeld, für die Follower und für diesen angenehmen Chat jedes Mal. Und ja. Ich sag mal, ja, bis Dienstag würde ich sagen, ne? Jo. Ich denke mal, Dienstag werden wir wieder da sein. Und mit bis der dahin. Erweiterung. Genau, auf jeden Fall. Und bis dahin, schönes Restwochenende noch von meiner Seite. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Ciao. Ciao. Ja.